Bin ich wieder, liebe Kunis, willkommen. Liebe Switchy ist da, der Führer ist da. Hallo ihr zwei, wie geht's euch? Es ist so schön, dass ihr zuschaut. Freut mich sehr, dass ihr da reinschaut. Ich bin heute nicht alleine. Der liebe Chris ist am Start mit mir. Und damit ihr den auch hier schon sehen könnt, werde ich jetzt ganz kurz ihn hier reinhauen schon mal. Existierende Bildschirmaufnahme. Müsste die 2 sein, glaube ich. Da werden wir jetzt kurz den Chris reinziehen, damit ihr den auch seht. So, der ist nämlich hier, der Chris. So, jetzt hört man dich, glaube ich. Moment, ich muss auch die Audio einstellen. Weiß nicht, wie das geht. Scheiße. Ein bisschen döf. Ja, schon. Barkas ist da. Barkas, was geht, mein Lieber? Schön, dass du reinschaust, mein Lieber. Wie geht's dir? Bin gerade ein bisschen gefordert. So. Der Chris ist ja unser drittes Mitglied seit kurzem. Und Chris ist auch im Chat. Wow, hallo Chris. Wie geht's dir, Chris? nee, ich glaub nicht. Nee, ich muss ganz kurz hier immer alles neu machen hier, Leute. Alles neu machen. Es wird mal kurz dauern, mir alles zuzuschneiden für den Chris. Aber wir kriegen das alles hin. Denn wir sind ja voll die Profis hier alle. Haben wir den Chris hier oben schon mal? Das ist schon mal gut. Der Chris ist schon mal da. Jetzt muss ich noch sein Gelabere mit reinkriegen. Wo ist denn die Audio? Wo ist denn die Audio? Jetzt kommt der Pet rein und macht das ganze Audio-Delay kaputt. Das ganze Overlay kaputt, der Pet. Das gibt's doch gar nicht. Mann! Oh, Leute, ich gehe jetzt ins Gameplay. Es geht gar nicht so. Es ist doch unmöglich hier. So, Gameplay. Deswegen mag ich den Chevy als Gott des Chaos, okay. Ah, ey, das sieht aber auch geil aus. Ja. Wieso okay, warte. Ich euch denn hier über meinen Monitor, sag mal? Weil wir monitorisch geil sind. Wir sind monitorisiert. Ah! Monetarisiert. Oh. Ja, man kann mich nicht hören, schade. Das doch, war jetzt kann man nicht hören, man kann nicht hören, man kann nicht hören, man kann nicht hören. Jetzt alles kann gut. Man mich hören. Man kann dich hören. Was geht ab, ihr Loser? Was geht ab, du Loser? Loser. 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 Lex Loser. Lex Loser, genau. Ich will nur mal kurz eine zweite Bildschirmaufnahme hinzufügen, denn ich möchte, dass man quasi den Pat und den Chris gleichzeitig sieht. Ne? Das ist natürlich hier immer ein Akt der Verzweiflung. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Der Pat hat immer so einen dunklen Rahmen um sich rum. Ich sehe da nie. Der Pat raucht erstmal eine. Wo quasi der Rahmen anfängt, wo der endet bei ihm. Weil alles ein Farbe ist bei ihm einfach.
Hallöchen, liebe Kunis. Hallöchen, lieber Chat. Was geht ab? Pat hört man auch. Okay, Chris hört man wieder. Nein, manchmal trage ich auch so eine Brille, Jen. Manchmal muss ich Brille tragen, gerade in der Nacht. Ich sehe beim Autofahren kaum noch was, weil ich ein richtig alter Mann bin. Ja. Und darüber hinaus kommt ja sowieso wieder hier dieses Brille-Abdings und ich hier wieder wie so ein Rapper mit Sonnenbrille rumsetze. Das muss ja nicht sein. Das ist alles spontan, Leute, hier. Das kriegen wir alles hin. Bin hier gleich fertig. Der liebe Fiorell ist auch da. Hallöchen. So den Pet ein bisschen schmaler machen. Dann passt das nämlich auch. Schön, dass du da bist, mein Lieber. So. Guck mal, ist das okay so? Das sieht voll scheiße aus, aber mach mal. Okay. Das ist okay so. Und, trinkst du wieder Kaffee, Pat? Nein, ich trinke jetzt ein Radler Naturtrüb von Lidl. Naturtrüb. Von der Marke... Naturtrüb. von der Marke Perlenbacher, glaube ich. Sehr zu empfehlen. Also Perlenbacher, wenn ihr noch hier irgendwen sponsern wollt, ihr wisst Bescheid. Perlenbacher. Ja. Hallo Chevy, Jen, weißt du, hallo Bakas, hallo ihr geilen Kunis. Ja, was? Chevy, weißt du, was Depression auf Türkisch heißt? Depression, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Trübe, Rübe. Rübe, Rübe. Depression, ich weiß nicht. Wieso weißt du nicht, was Depression auf Türkisch heißt? Also, hä? Musste ich das wissen? So, zock mal, zeig mal, was du hier drauf hast. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin dabei. Ich habe übrigens heute endlich mein Ticket gekriegt für Jean-Claude Van Damme, meine lieben Leute. Der nice. Preis, das habe ich, aber ich hab's. Scheißegal. Leute, Screenshot machen und sich den Barcode irgendwie abscannen, geht das? Das könnte man da jetzt anfangen. Das Ding ist, der Code bringt halt gar nichts. Wird mal abgescannt und da kommt halt gar nichts. Okay. Krass. Das ist ein Arsch einfach. Er ist einfach da. Ich weiß nicht, wieso, ist halt warum. Geil. Was heißt das Wort Hexe auf Arabisch? Habibi Blocksberg. Geil. Sehr schön. Genau mein Humor. Nice. Okay. Ach ja. Geschafft. Ja, was geht bei euch? Was heißt DJ auf Arabisch? Keine Ahnung. Weiß keiner. Okay. Achmed, mach mal Lala. Ach, ihr seid lustig. Ihr seid lustig, Leute. Lustig. Lustig. Wie die Unicorn sagt, lustig. 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 Muss mal eben gucken. So, wir haben ja letztens diese ganzen dummen Streuner, wie die heißen, keine Ahnung, Hunter, glaube ich, kann das sein? Streuner. Chevy der Deutsche. Ich bin der Streuner. Wir sind die Streuner. Morgen wird die allerletzte Episode Walking Dead ausgestrahlt, glaube ich. Also von der Mutterserie müsste morgen Premiere der letzten Episode sein. Echt? Endlich vorbei, diese schändliche Serie. Ich bin lange nicht mehr geschaut, muss ich sagen. Echt lange nicht mehr geschaut. Ich hab wirklich Mitte der 11. Staffel bin ich ausgestiegen bei dem Mist. Nein, gibt's schon 11 Staffeln davon? Ja, ja. Es gibt 11 Staffeln. 11 Alter. Ist von der Mutterserie her die letzte, aber es gehen 30 Minuten noch Serien weiter. Ja, A World Beyond, Fear the Walking Dead. Und gibt's da noch was? Ja. Nee. Diese Serien sind schon raus und die laufen auch schon. Also World Beyond hatte 2 Staffeln. Das ist schon abgedreht. Ja, gut, Schwachsinn. Fear the Walking Dead hat 7 Staffeln, glaube ich. Und es What? Ist doch alle. Sind auch alle Hauptcharaktere dabei draufgegangen. Das wird halt auf Amazon Prime ausgestrahlt. Was? Und was sagst du da? Das stimmt gar nicht. Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Okay. Ja, und jetzt kommt noch eine Serie mit Daryl, der reist irgendwie dann nach Europa vermutlich. Dann gibt es noch eine Serie mit... Oh. Na, ich weiß gar nicht, ob ich das hier spoilere. Alter, oder? Ohne Scheiß. Ne, die Weil du weißt ja dann automatisch, wer überlebt hat. Ja, die werden ja schon Serie. Okay, ja, alles. Noch eine gibt es noch. Ach so, Negan und Maggie gehen nach New York oder so. Das ist ein Roadtrip. Ja, so. Alles klar, Sam. Wer weiß, An die Szene erinnere ich mich. Oh ja, das ist fies. Komm schon. Es ist so komisch, das Game wieder ohne Sound zu sehen. Aber Chevy, letztes Mal war da ja Gameplay-Sound ultra laut. Vielleicht musst du das diesmal ein bisschen pegeln. Sag Bescheid. Ich sehe ja das. Warte mal, ich muss mal eben kurz. Ich mach mal an. Es tut mir leid. Wurde mein Alter eigentlich schon geleakt? Was zum Teufel, Henry? Ich glaube, ich habe es an Halloween erwähnt, dass ich mein Alter sagte. Ist doch nicht schlimm. Irgendwas mit 40 war, ne?
Ich hab was mit 50 im Kopf gehabt. Ah ja, ah ja. Also Ingame-Sound ist moderat bei mir. Moderat, wow, Barkas. Moderat. Ist das gut oder schlecht? Also mir kommt der Pegel im gelben Bereich, ich glaube, das ist okay. Ist das gut oder schlecht? Ja, moderat kann ja beides sein. Moderat schlecht, moderat gut. Wenn du nicht weißt, wie du dich einkleiden sollst, habe ich für dich da einen kleinen Moderat. Wow. Das war gut. Das war gut. War nur ein Spaßdicker. Okay, ich will ja nicht mal kontrensieren jetzt, ja? Oh, du Scheiße. Schon direkt verraten, ey. Direkt verraten, Scheiße, ey. Du hast ja einen hervorragenden Intelligenzgrad. Intelligenz. Ja, ich werde mal nebenbei hier mal eben kurz unseren lieben neuen Chris auf unsere Website einpflegen. Ja, Hammer, Alter. Dankeschön. Ja, dann geht's mal. Du bist tot, Alter. Ja, und sonst so, was geht bei euch? Oh. Ich töte dich, du Arsch. Vanilla Cook. Vanilla Cook. Ja. Nice. Vanilla Cook. Hm, du hast mir die Bilder per WhatsApp geschickt, ne? Du hast mir deine Bilder per WhatsApp geschickt, ne? Ich glaube, ja. Ich nehm die frei. Bam. Keine Chance, Leute, keine Chance. Ey, wollt ihr euch auch das neue Pokémon holen für die Switch? Nö. Nö. Schade. Okay. Timex. Nee, also so ein zeitfressendes Game, das kann ich mir nicht erlauben. Das kann ich mir einfach nicht erlauben. Ja gut, das heißt zeitfressend. Jetzt, wo du hier bei Radio Raccoon eingespannt bist, ist das mit der Zeit natürlich kritisch. Naja, und darüber hinaus hat man dann darüber auch noch anderes Zeug. Ich meine, Radio Raccoon ist so im Leben locker so 60%, ne? Also das, was man so drüber nachdenkt. Ja. Die restlichen 30 sind Arbeit und dann ist noch 10% das ganze andere Zeug. Okay, wow. Das war ein Statement. Ja. Nice. Geil. So. Sehr, sehr gut. So muss das sein, Leute. Wo gehst du mal hoch? Den alten Schnullibert. Ah ne, ich muss ja nur hier raus, gell? Oder? Okay. Ja. Krieg ich mir durch. Ich sehe auf deinem Foto gerade, dass du die Collector's Edition Figur von Jill Valentine hast. Das macht mich dezent neidisch. Ganz rechts, Sir. Nein! Zu Hilf! Zwei. Aber ich fand, also die kompletten Collector's Editions habe ich seit halt zwei nicht mehr gekauft. Weil da fand ich den Preis übertrieben krass. Ja, irgendwie, was soll die neue kosten? War die nicht irgendwie 350 oder so? Ja, aber die wird da sowieso, sobald die raus ist, oder. Das wird da sowieso wieder teuer, glaubt. Ich kann das auch so tot nicht ab, Alter. Oder ich darf das auch nicht mehr so brauchen. Dieses ganze Gescamme, ne? Ja. Ah, stimmt. Das ist unfair einfach. Und, ja. Sollen sie alle auf ihren Scheißfiguren sitzen bleiben und sich die Dinger in den Arsch schieben am Ende. Das ist auch teuer halt, ne? Das ist das Problem. Ja. Was glaubst du, wie viele Menschen gibt es, die sich eine Jill Valentine-Figur in den Arsch geschoben haben? Viele. Meinst du? Das Ding ist, wir haben ja die offiziellen Zahlen nicht hier, aber ich kann mir vorstellen, dass... Eine offizielle Zahl darf es nicht geben, glaube ich. Weißt du verreckst das dritte Mal an derselben Stelle und dann denkst du so, wie kann ich das Jill jetzt heimzahlen, dass sie so dumm ist? Weil ich als Spieler habe ja nichts falsch gemacht. Dann gehst du hin, holst dir ein bisschen Vaseline oder Ringelblumensalbe, je nachdem, was als erstes vorhanden ist. Und dann setzt du dich da drauf, ja, auf das Köpfchen. Machst vorher die kleine Waffe abschrauben, weil die piekst ein bisschen. Es geht ihm gut. Aber der was kommt. Ein Bastard, ich würde ihn gerade töten, einfach den Wichser. Ja, alles klar, der, was für ein Problem, ey. Alles Gute. Er ist sauer, aber er ich hätte auch gleich die komplette Fresse zerschossen. Oh, Scheiße, ey, wo der Wichser. Ey, ich hab gesagt, alles wird gut. Ihr konntet das schaffen. Und das habt ihr auch. Hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Ist das,
Werd ihr an unserer Stelle das ist das Remaster von der PS4, ne? Was du ja. Ich hab dich gerettet. Okay. Das andere, ey, ich habe mal geschaut, das kostet ja echt 60 Euro, das Ding. Ne? Ja? Jetzt ja. Bei Black Friday 60 Euro. Das ist also Part 1. Ja gut, aber was, wie lange ist das Spiel raus? Also, das ist ja jetzt noch nicht so lange raus. Ja, aber das ist quasi dasselbe Spiel. Wenn du es so willst. Ja, gut, ich bin okay. Ich weiß nicht, ob... Ja, also, da scheiden sich irgendwie die Geister, die Diskussionsfrage darüber, ob das nicht doch als Remaster zählt oder als Remake. Aber ja. Die meisten sind sich irgendwie einig, dass, weil von der Definition her ist es ein Remake, weil die alles also der Funkturm ist hinter irgendwie dieser neu gemacht haben. Also, okay, da gibt's ich find ganz persönlich auch, dass es kein Remake ist, die PS5-Version jetzt. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab halt immer wieder gehört, es ist viel dasselbe. Die haben nur die Charaktermodelle geändert, so und so. Und von daher darf man dann Vollpreis zahlen. Ich weiß nicht, ey. Das sieht echt schick aus, ey. Klar, aber nur darf ich, weiß nicht, ehrlich. Also da bin ich doch zu geizig ein bisschen. Okay, ich habe 194 Euro für Jungle Van Damme ausgegeben, aber... Also, ich finde ehrlich gesagt, ich würde, wenn ich eine PS5 hab, würde ich es mir wahrscheinlich nochmal holen, aber nicht zum Vollpreis. Also wenn das da mal irgendwann halt krass reduziert ja, ist okay, ja. Aber... Genau. Weiß nicht, also... Ich dann auch dabei, aber so nicht. Also ich sag mal ganz ehrlich, maximal 30 Euro. Ja, richtig. Genauso denke ich mir auch. Schwarzes Bund, Hallöchen. Was Hello geht there. Augen offen halten. Augen auf, ich komme. Guck wieder zu. Oh, Alter. Schon diese Halsschmerzen, Leute. Es ist so ekelhaft. Ich rauche und du hustest. Ja, genau. Wir ergänzen uns perfekt, Pat. Ah, ich glaube, für dich ist das weniger ein guter Deal. Kann ich hier? Ah, hier kann ich auch hoch. Gibt's hier irgendwas? Hello, Secret, Secret. Hello. Turn your radio on. Wenn man quasi Bausätze hat von einem Spiel, kurz umdekorieren, zack, fertig, 70 Euro, ist schon das Profitgier. Also ja. Ich glaube nicht, dass das mal ebenso zack, zack umbauen ist. Da steckt schon eine Menge Arbeit hinter. Aber, naja, es gab ja auch was, worauf man drauf aufgebaut hat. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt, es grenzt für mich fast an Verarsche, wenn ich ehrlich bin. Ja, eben, also, sag ich ja. Das ist wie wenn, gab es schon mal sowas, ne? Ja, weiß ich gerne machen, das. Da war noch mal sowas, wo eigentlich dasselbe Perfect Gamer gekauft wurde. Perfect Dark, ich hab's nicht gezockt, aber war das da nicht? Ich meine, es ist ja heutzutage bei vielen auch in Final Fantasy 10 allein. Oder Resi 4. Resi 4 ist für jedes System gemacht worden und immer wieder neuer HD-Remaster und das neu in genau. HD und ach, das. Und vor allen Dingen diese Ultimate HD Edition für den PC, die ist einfach grausam. Man sieht also, eine Strähne von Leon mehr. Shinji Mikami hat mal gesagt, wenn Resident Evil 4 jemals auf einem anderen System als dem GameCube erscheint, dann schneide ich mir den Kopf ab. Hat er das gemacht? Nee, der wie gesagt, wir kriegen bald vielleicht ein neues Game von dem. Ja, wer würde mich freuen, ehrlich. Finde ich geil. Man munkelt. Gibt ja da verschiedene Varianten, was es sein könnte. Das könnte ja auch noch The Evil Within 3 sein, Chef. Ja! Alter. Woran ich persönlich aber irgendwie nicht glaube. Ich würde doch eigentlich The Evil Within 2 heute spielen mit euch. Geht das im Koop? Nein, aber... Man könnte ja mal Shadow probieren. Koop. Geht das im Koop? 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 Koop. So, schwarzes Bund schläft der Babymann. Babymann. Macht, was immer ein Babymann macht. Fängt er von der Decke hinab? Kann er nicht. Er ist ein Mann. Ja, er ist ein Babymann. Und Schatz, was ist? Bin ich positiv? Oh nein. Odoru Yoshi. Dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Mein Odoru lieber. Odoru Yoshi. Von der geilen Name. Samaka, slip me your tutto. Death Stranding 2. Nein. Bitte nicht. Bei Chevy ist der Warhuster aber wenigstens kostenlos. Hast du recht, Jen. Ich kann mir das leisten. Oh, geil. My
Nani Gore! Odoru Yoshi-san! Oh! Dachte ich, folge euch schon, aber da irre ich mich. Höre euer Spotify-Podcast. Liebe geht raus. Vielen Dank, mein Lieber. Sehr, sehr nett von dir. Hör fleißig weiter und guck uns fleißig zu. Mein Lieber, genieß den Stream. Wie können wir uns überhaupt sicher sein, ob Odoru Yoshi ein Mann oder eine Frau ist? Oder mein Liebe. Es ist bei mir immer so, ich. Hast du diejenige schon gesehen? Ich sag immer. Bitte gender dich mal. Gender dich mal, ey. Ey, wenn die reinkommen, den Chat erstmal gendern, bitte, ja? Ist japanisch tanzender Yoshi wegen Just Dance, okay. Geil. Das richtig cool, ey. Weiter. Glaube, Follower-Sound kam nicht und die Emoji-Explosion ist oben links eskaliert. Also, ich habe den Sound gehört. Bei mir. Mhm. Ich habe jetzt nicht auf die Emoji-Explosion geachtet, muss ich sagen, weil ich so auf Joel fixiert war. Dehydratet. Dehydratet? Was? Dehydratet? Dehydrated, ja. Dehydrated. Stimmt, weil du zu viel getrunken genau. hast. Genau. Waterboarding, gibt's doch. Ich überlege gerade, wie lange musst du noch zocken, ehe die Herbstpassage anfängt. Ich habe keine Ahnung, das Spiel zieht sich gefühlt extrem lang gerade. Also der Sommerpart ist ja auch der längste. Hallo, ich habe gerade gesagt, der Chris ist jetzt auf unserer Website. Können wir das mal ein bisschen jetzt zelebrieren? Chris ist auf der Website. Chris ist auf der Website. Chris ist auf der Website. Yeah. Chris ist auf der Website. Das finde ich cool. Geht doch mal auf www.radio.com. Gemein, ey. Das ist gemein, Barkas, ey. Was war denn jetzt? No! Den Sound eingespielt. Das ist wirklich gemein. Das war gemein, ey. Chevy, weißt du, was du die Tage mal machen könntest? Was denn? Du könntest auf der Website einen Blog-Eintrag für dein Buch machen. Mit einem Link für Amazon. Ja, kann ich machen. Auch mit Thalia und Weltbild und alles Mögliche. Es gibt ja überall. Du musst den Grönemeyer machen. Das Ding. Ist okay. Alles auf dem Weg. Denn es ist Sommerzeit. Ungezwillt und leicht. Und der Mensch ist Mensch. Weil er vergisst, weil er verdrängt. Weil er hofft und liebt. Mit mir und vergibt. Oder so. Weil er lacht, weil er lebt. Über Stock und Stein. Chris haut mir später die Vorderluke ein. Oh, schöner Reim. So muss das sein. Über Stein. Das würde ich nie tun. Was meinst du mit Vorderluke? Die Fresse. Immer mitten in die Fresse rein. Mitten in die Fresse. Mitten. In Fresse! Ihr seid ja verrückt, Leute. Das ist sehr, sehr ausge... Ja, den Fressschacht. Genau. Den Fressschacht. Oh! Hast du schon eine grüne Meier gemacht, stimmt ja. Alles klar. Grüne Meier. Der grüne Meier. Der grüne Meier. Herbert grüne Meier. Irgendwie Chris Rothfeld. Ohne Scheiß wird auf jeden Fall. Das macht nur der Redfield Chris, der haut immer die Gesichter ein. Ey. Bin ja der andere. Ja? Leute, mir fällt gerade was ein. Oh nein, was denn? Wir haben doch was ins Leben gerufen, was mit Musik zu tun hat. Ah, ja, ja. Ja. Ist das vielleicht schon der richtige Ansatzpunkt hier, das mal anzuteasen? Ja, teasen kannst du immer. Ja? Ja, klar. Also, Leute. Liebe Kunis, wir haben uns was überlegt. Und zwar, wir sind ja gerade in einer Zeit des Jahres, wo jetzt ein paar Festivitäten auf uns zukommen. Und was braucht man für eine gute Festivität? Genau, Mucke. Und deswegen haben Chris, Chevy und ich uns überlegt, oder beziehungsweise eigentlich hat der Chris es sich überlegt. Ja, also und seine uns, Idee auf jeden gefragt, Fall. Gefragt, was wir davon halten. Das ist Chris' Idee.
mal eine Radio Raccoon Musik-Playlist zu machen. Da knallt jeder von uns dreien regelmäßig in, wir haben gesagt, 5er-Schritten, ne? Ja. Songs rein. Ich glaube, es sind jetzt aktuell 15. 15 Songs sind da drin. Und ja, wenn ihr sagt, ey, wir haben richtig Bock auf geile Mucke für unsere Party, dann könnt ihr einfach diese Spotify-Playlist suchen und könnt dann mal unsere Musikauswahl hören. Ja, vielleicht habt ihr Lust. Ja, vielleicht sind ja einige Songs dabei, die ihr dann in eure Playlist übernehmen wollt. Oder vielleicht gefällt euch auch die komplette Playlist, dass ihr sagt, ey, geil, die baller ich auf jeden Fall bei meiner nächsten Party raus. Genau. Gerade für Resi-Fans ist im Moment viel dabei, weil wir haben gestartet und haben schon relativ Resident Evil-related gehalten, weil es sind halt etliche Songs von den von zwei Anderson-Filmen dabei und es sind Songs dabei von Welcome to Raccoon City, weil da waren ja auch coole 90er-Tracks dabei, das muss man schon sagen. It's just a little crush. Jennifer Page ist dabei mit Crush, genau. Also um den kleinen Spoiler jetzt mal zu bringen. Um den Song kommt ihr nicht rum, liebe Coonies. Aber every time we turn. Ist eine coole Playlist. Also ich habe die Freitag schon gehört und die lief bei mir echt auf Heavy Rotation. Die ganze Zeit. Geil. Schon cool. Ja, und es ist auch immer interessant zu sehen, was die anderen so für Mucke hören. So, das ist, es ist auch ein Track von Linkin Park dabei. Aber ja, das wäre so gefühlt einer der, also den kannte ich gar nicht, den Song. Ja, also wir würden auf Anhieb 20 Linkin Park Songs einfallen. Bitte fragt mir jetzt nicht ab, die ich geiler finden würde als den. Aber jetzt. Oder Scheißsong, der wird nicht reingemacht, ey. Ja, ich muss nicht sagen, der ist irgendwie cool und ich verstehe, warum man reingemacht hat. Also das war halt so, ich wollte jetzt nicht... Hat reingemacht. Ich wollte jetzt nicht hier In The End oder Numb oder so reinmachen. Ich habe gedacht, ich hau mal irgendwie einen Track rein, der vielleicht nicht so mega krass bekannt ist, der aber trotzdem richtig reinfetzt. Ich finde Numb cool. Reinfetzt, Alter. Welcher ist denn der geilste Linkin Park Song ever? Oh, ist es schwer. Split It Out finde ich saugeil. Oh ja. Die Daus, der Hammer. Die Daus ist mega gut. Boah, was war denn der andere? Oh, fuck, mir fällt der Name nicht mehr ein. Oh, welchen Track ich richtig geil. Oh, Somewhere I Belong ist richtig cool. Hallöchen, liebe Schlotti, einen wunderschönen guten Abend. Schlotti, mein Lieber, was geht ab? Boah, mit dem Song Somewhere I Belong habe ich mich in Linkin Park verliebt, Alter. Aber ich fand das Video auch so geil mit den Gundam-Dingens. Oh, Brille weg. Brille weg? Oh mein Gott, ey. Na los, Ellie. Ich glaube. So einer meiner Lieblingssongs von Linkin Park ist Iridescent und Final Masquerade. Die feiert was? Ich hab das Overlay zerlegt mit Sound, warum? Was meinst du? Ist es zu laut oder was? Dann sag Bescheid, Leute. Ich kann das leider nicht sehen, die müssen mir das immer sagen, wenn irgendwas zu laut ist oder zu leise. Ist einer von uns zu laut? Dann können wir jetzt richtig schön shouten, ne? Halt mal die Klappe jetzt. Seid zu laut. Somewhere I belong! Also, wo muss ich denn hin mit der Ellie jetzt gerade? Ich sehe nämlich nichts. One Step Closer. Das ist ein übelstes Brett. Ja, stimmt, der ist schon geil. Und From the Inside. From the Inside ist auch geil. Gab es auch damals ein geiles Video zu, ey. Ja, auf jeden Fall. Also die beiden, die ich okay. Ich war richtig. Ich habe nur geraten, wo ich hin muss, weil ich keine Ahnung hatte. Welches Lied ich auch richtig geil finde von denen, obwohl das gar kein richtiger Linkin Park Song ist, sondern eigentlich nur von dem DJ. Das ist eigentlich mehr so ein Skit. Cure for the Itch. Kennst du das? Ja. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce Mr. Han. Batu, 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 batu. Ja. Das hab ich schon mal gehört. Let's begin. Es ist, als würde das Lied laufen live gerade. Ja. Boah, ich kann den Chat nicht lesen, Leute. Let's try something else. Ich gucke mal wieder. Breaking wie the Hobbit. Geht's? Habe gerade Arbeit ganze Packung Toffifee gegessen. Boah, das geil, heißt, Alter. Dir geht's wahrscheinlich richtig gut. Aber das Papier würde ich nicht mitessen, also nur den Inhalt. Die nimmt es wie so ein Sandwich. Lautstärke passt, sagt der Fjorell. Wir brauchen hier nicht umstellen. Breaking the Habit. Danke, Fjorell. Das ist auch sehr geil. Ja, auch ein geiles Video. Das war komplett Zeichentrick. Also, diese goldenen MTV Times, oder? Das war schon nicht übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Aber man muss dazu sagen, ich finde sowieso, dass Linkin Park übelst geile Videos hat. Die sind ja, also
Bei den Musikvideos führt immer hier der DJ, der Mr. Hahn, der macht da immer die Regie. Und der lässt sich schon immer übelst geile Sachen einfallen. Das stimmt schon. Auch kennst das Video du zum Beispiel? Cool. Ja, das war auch mega geil. Kennst du das Video, ich weiß, der Song, der ist nicht so beliebt von Linkin Park, weil er sehr, sehr poppig ist, aber von Heavy, das Video? Das ist irgendwann raus, das geil. Ach, ich liebe Linkin Park. Ich liebe Linkin Park. Also Schlotti hat Magenkrämpfe, weil sie so gierig Schoki gesnackt hat. Nicht schubse, nicht bevor mit Schoki. Dann gute selber Besserung, Dr. Schlotzen. Ich glaube, die genießt das. Die findet das gut. Nom, nom, nom. Ich finde es geil, wenn ich so viel Geiles gegessen habe, dann liegst du auf der Couch so, oh, das habe ich mir verdient, ey. Oh, ne, ich finde das, find das Gefühl zum Kotzen, ey. Was? Welches? Ja, wenn man so voll gefressen ist und Fresskoma hat. Ja, das ist böse. Ey, wisst ihr, was ich geil finde? Ich habe diese Fotos gemacht letztens und meine Kamera hat irgendwie automatisch den Hintergrund so ein bisschen ausgeblendet bei den Fotos. Ich finde es voll geil. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Das ist so ein bestimmter Modus. Du hast auch ein Samsung-Gerät, ne? Ja. Ja, das ist so ein bestimmter... Samsung. Samsungs. Ich hab's ein Samsungs. Ja. Die sahen besser aus, als ich gedacht habe, die Dinger irgendwie. Ganz komisch. Huawei. Richtiger Huawei-Sohn. Huawei-Sohn, ey. Chevy, du kannst die Glasses wieder offtaken. Oh, danke, ey. Thank off-taken? You for this, for ja, this aufmerksame Gerede. Meine Toilette findet das gar nicht geil. Das glaube ich dir, ey. Spricht Schlotti gerade über ihren Stuhlgang, oder was? Ja, wahrscheinlich. Odoro Yoshi, eine Frage an die Experten. Ist Resid Zero HD für PS4 schwerer auf normal als auf der Switch? Ich schaffe den Lead-Shunter-Modus nicht, noch nicht. Die müssten identisch sein. Eigentlich denke ich auch nicht, dass sie schwerer sind. Also es sei denn, du spielst diesen Wesker-Mode, der ist immer auf normal gestellt und also automatisch, der hat keinen separaten Schwierigkeitsgrad und es ist ein bisschen leichter, weil Wesker halt zerstört. Ja gut, Wesker ist halt Wesker, ne? Ah, das macht so Bock, Alter, ne? Also Resident Evil Zero spiele ich fast nur noch im Wesker-Mode. Ja, der kann doch irgendwie mit seinem Cyclops-Blick da Köpfe zum Platzen bringen, ne? Ja, ja, muss der Zombie, du kannst den ganzen Raum damit vernichten, wenn du diese Charge-Attacke voll auflädst und dann loslässt. Und dann kann er halt noch sprinten. Ich denke einfach, dass wenn du von einer Konsole auf die andere gehst, du merke ich zumindest immer, das ist bei den anderen Controller extrem krass. Ich merke das immer, dieses Handling ist ganz anders. Und da kommt mir das Spiel auch direkt schwerer vor, einfach. Weil ich das Handling nicht gewohnt bin. Was mir aufgefallen ist, war halt Resident Evil Village auf der PS5 zocken. Einfach weil diese Schultertasten am Pad, am Gamepad. Am Pad? Hol dir doch mal ein Kaffeepad. also das hat, war wirklich war irgendwie schwer. ich sollte aufhören vom Stream zu saufen. Oder während dem Stream. Wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Wir brauchen viel mehr Alkohol. Oh, da gibt's auch ein geiles Lied von Die Ärzte. Oder von JBO. Mit den toten Hosen. Was, tote Hosen? Alkohol nee. Ist auch keine Lösung war für den toten Hosen. Kein meinst Alkohol du das? Ist auch keine Lösung. Nein, es gibt Biergourmet von den Ärzten, einmal Saufen von, ich weiß, ich glaube, so ein JBO ist das. Meine ich zumindest. Saufen, 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 saufen. Saufen, saufen, fressen und. Saufen, saufen, saufen. Und die Kinder Bier holen schicken. Es gibt schon so viel und es wird immer mehr. Und wir können alles kaufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Ah, da kommen wieder alte Campingplatz-Erinnerungen hoch. Oh, der war easy, nur den Lead-Shunter-Modus, ich schaffe den irgendwie noch nicht, aber sehr oft wiederholt auf der Switch beim zweiten Lauf, dass die Switch einfacher wäre als PS4. Nee, also wir denken mal, dass das gleich ist. Quasi ein Walkthrough, wie man am besten läuft in dem Modus, um Zeit zu sparen. Ja gut, klar, das gibt's ja überall dann, ne? Wenn ich für einen Tag von ist das dieser Slide-Modus, wo der immer so macht,
wo es immer aussieht, als würde der anfangen zu rennen und dann slidet der quasi so über den Boden. Die Treppen hoch, diese Treppen slide. Ja. Ey, was? Funktioniert aber bei der Panzersteuerung deutlich besser, ne? Ich bin sowieso bei den klassischen Resi-Fans, bin ich Fan von Tank Controls, ganz ehrlich. Also die Remakes hier, Zero und HD Remaster, die spiele ich immer mit der modernen Steuerung. Warum bin ich denn so anders? Mit der modernen? Echt? Ja. Ich finde es halt immer kacke, wenn die Kamera switcht. Dann ist immer kacke in der Hose. Das ist... Was, wenn die Kamera schwitzt? Ja. Wenn die Kamera schwitzt? Deine Mutter schwitzt beim Kacken. Ich freue mich schon auf Wolfgang Petri Weihnachtsalbum. Boah, ja, Mann, Alter. Boah, ja, Mann. Wo bin ich hier gerade, ey? Nächste Woche Sonntag. Ach, das hat die Jenny geschrieben. Ich wollte schon sagen, ich dachte, Chris hat das gesagt. Ich dachte auch. Nächste Woche Sonntag machen wir Pupsi Weihnachtsdekorieren. Und dann gibt's wieder Wolfgang Petri Weihnachtsrock, Alter. Bestes Album. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. So, was kann ich mal ordentlich Wirklaute machen. Was auch immer eure Libido in Schwung hält, Pat, ihr habt meinen Segen. Und wenn's auch nur der Wolle ist. Floriansen, 86. Hello there. Abend. Hallo, mein Lieber. Alles gut? Ja, Hammer Game auf jeden Fall. Grüße dich. Einer der geilsten Games. Sogar ein Tick geiler als der zweite, würde ich sagen. Guck mal, Fjorell sagt auch, Tank Controls bin ich drauf hängen geblieben. Fjorell ist ja auch. Ja, ich bleib auch immer hängen bei den Tank Controls. Der Fjorell ist halt ein OG. Ja, der zockt, glaube ich, auch schon ein paar Tage. Playlist. La 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 la. In der Klemmennotiz, ja. Last of Us 1 ist eigentlich so eins der besten Videospiele aller Zeiten. Ja, locker. Wenn nicht sogar das beste Videospiel aller Zeiten. Also ich kenne keins. Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich kenne echt keins, was dem so... In dem Maße ist, okay, es kommt halt viel mit The Witcher 3 und Horizon, Forbidden West, dies und das. Das ist alles, aber die Atmosphäre ist einfach einzigartig, finde ich. Finde ich jetzt. Was soll man dazu sagen, ne? Also ich kann das unterschreiben. Ich kann mich dran erinnern, als ich das erstmal auf der PS3 gezockt habe. Und ich bin wirklich jemand, der die Resident Evil-Reihe bis aufs Blut verteidigen möchte. Also alles, was vor Teil 7 kam zumindest. Das habe ich halt auch immer versucht, so gut wie es geht, zu verteidigen. Aber ich komme nicht drum rum zu sagen, würde Resident Evil ein bisschen mehr so sein wie dieses Spiel hier, oder zumindest einige Teile, wäre es geiler. Also, die Gameplay-Mechaniken, die haben hier das Rad garantiert nicht neu erfunden, aber es funktioniert, es ist geil, es macht Spaß, ja. Es motiviert. Ich habe immer wieder mal Bock, also das ist genau wie, also dieses Spiel möchte ich am liebsten einmal im Jahr spielen. Ist halt Last of Us? Ja, mindestens. Das ist ewig, das Spiel ist das Problem. Aber ich geißel mich mal selbst, weil ich das Spiel so geil finde und keinen Bock habe, das irgendwann auswendig zu können. Was ich sowieso schon fast kann. Okay. Nur eins der besten Spiele, ja. Best Weihnachtssong ever, ich und mein Holz. Wie dumm kann die Menschheit werden? Ich und mein Holz. Ich höre seit Jahren noch japanische Weihnachtslieder, kann die normalen Klassiker nicht mehr hören. Echt? Geil, Alter. Okay. Guckst du auch Animes auf Japanisch? Das Ding bewegt sich nicht. Würde ich feiern, Alter. Richtig geil. Mach ich auch gerne. Da kommen sie, die Clique. Oh, ich hab Freitag gesoffen und dann haben wir irgendwie SingStar gespielt oder so. Und ich hab von Wham Last Christmas gesungen um 6 Uhr morgens. Geil. Ah, das war übel. Sehe ich Elden Ring aber eher, aber das ist ja immer so super geil. Elden Ring, jo. Auch ein geiles Game. Es ist halt, das hat halt mehr so mit diesem Apokalypse-Thema, ist halt viel ein Fantasy-Game. Okay, Elden Ring ist da, denke ich mal, ganz weit vorne, wenn du es so siehst, vom Genre her. Also vom Genre bezogen ist sowieso immer schwierig. Da kannst ja, du das beste das ist sehr Open-World, schwer. Das beste Action-Spiel. Klapp hier, Kloppelt. Ich klopp dir gleich eine hier. Ja, gucke ich und lerne die Sprache, finde ich geil, ey. Mach ich auch am liebsten. Okay, ich muss ganz kurz fragen. Die Frage schlechthin, die ich immer stelle, wenn ich sowas höre, was ist dein Lieblingsanime? Was ist dein Lieblingsanime, mein Lieber? Erzähl mir. Oder mein Liebe, ich weiß immer noch nicht, tut mir leid.
Yoshi, Männlein oder Weiblein? Oder beides. Ich brauche endlich ein scheiß Messer, damit ich meine scheiß Waffe bei Schüssen verbessern kann. Scheiße nochmal. Da ist noch eins. So, wir haben den Dings Alert jetzt auch drin, Playlist. Ah, Alter! Wir werden die Tage dann mal im Discord mal den Link zu der Playlist von zu der Radio Raccoon Playlist reindroppen. Bäm, Alter! Also ich hab den jetzt auch schon hier eingegeben oder ist das noch zu früh? Mach doch, du hast es ja schon angekündigt, deswegen ist doch alles cool. Mal gucken, ob es funktioniert. Bäm, bäm! Oh, Alter, die haben mich gehauen! Jo, funktioniert. Geil. Sehr schön. Sehr schön. Schwierig. Oh nein, One Piece will ich wieder anfangen. Der ist gut. Dragon Ball. Wie heißt der andere nochmal? Food Wars? Food Wars kenne ich nicht. Männlich 32. Ich mag, gibst du euch auf Netflix? Kann das sein? Medium 32. Ich bin Medium. One Piece. Grüß dich, mein Lieber. Also, ich bin M2, alles klar, mein Lieber. Sehr cool. Also, ich finde One Piece auch extrem geil. Ich muss noch weiterschauen. Ich hänge, glaube ich, so 20 Folgen hinterher gerade. Ich habe auch keine Zeit. Ich habe zwar Crunchyroll, diese App für Animes, aber ich komme nicht dazu. Echt ohne Scheiß. So krass. Man ist auch einfach voll zugespammt mit den ganzen neuen Scheiß, oder? Das total. Ist irgendwie ein bisschen too much alles. Also, wir haben jetzt in 2 Sessions haben wir uns die neue Serie von den Darkmachern reingeknallt. Die war also wirklich überragend. Ich fand die so genial. Die ist ja geglitscht! Die dumme Sau! Pat, ich bin Stand 3. Folge, ja? Kann ich mal ganz kurz was fragen? Ja. Bleibt das so character-driven die ganze Zeit? Werden die anderen ganzen Characters auch noch so durchgenudelt? Also, da kriegt ja jeder anscheinend so seine Backstory, oder? Weil jeder hat, ja. Ja, aber das bleibt, wenn ich mich jetzt täusche, nicht über die ganze Serie so. Ich habe eine Vermutung, die ich am liebsten jetzt äußern würde, aber ich habe Angst vor deiner Reaktion. Oh. Oder dass ich irgendwas kannst du, also aus meiner Reaktion erfährst du gar nichts. Ich setz Pokerface auf. Sag mal deine Vermutung, würde mich mal interessieren. Also. Okay. Scheiße, Kunis, wenn ihr vorhabt, diese Serie jetzt noch zu gucken, dann. Welche Serie denn jetzt? Ja, warum? Ich werde das ja weder bestätigen noch dementieren. Ja, aber ich will bloß kurz eine Spoilerwarnung rausgeben, wenn ihr das jetzt gucken wollt oder so, dann müsst ihr jetzt ganz kurz mal den. Für 5 Minuten muten oder geht ganz kurz eine rauchen und macht den Stream mal kurz aus, keine Ahnung. Ich vermute, dass der kleine Junge, den sie da im Schrank gefunden haben, dass das der Typ ist, der gleichzeitig da auch aus dem Wasser rauskam. Das wäre dann schon wieder so ein bisschen zeitreisemäßig. Aber was ich eigentlich glaube, ist, dass die dort irgendwo das überqueren, wo das Bermuda-Dreieck ist. Habe ich so das Gefühl. Ich sag nix. Ja, nee, sag mal nichts. Also, Ich hab nur so, warte mal, der wo liegt das Bermuda-Dreieck? Das ist irgendwo zwischen Hawaii und. Also in Bochum gibt's einen Club, der heißt so. Bei Bermuda irgendwo, glaube ich, keine Ahnung. In Berlin gibt's auch das Matrix, was soll mir das jetzt sagen, Pat? was für ein sinnloser Scheiß. Was, sieht so rot, zahl links unten Puls? Jawohl, Odoriyoshi, das ist mein Puls. Der geht quasi nie über 100, Karibik, ja. Wir suchen's. Das liegt dann aber nicht bei New York, oder? Schau, viele Animes sind mein Freund jetzt bei Naruto. Ja, finde ich geil, Alter. Finde ich cool. Geografie wirklich scheiße. Meine Frau ist so, die mag so Drogenserien, so. Ich feier das, dass wir einfach 3 Gespräche gleichzeitig hier führen. Das ist total super. Ich fange jetzt einfach mal an, über Backfisch zu reden. Backfisch ist total mega, schmeckt voll gut, ist schnell gemacht, günstig. Geo 5, Alter, ersetzen. Ey, ich habe meine 5 in Apple gehabt, von daher, keine Ahnung. Habe ich nicht Hawaii gesagt? Ich habe Hawaii gesagt. Du hast Huawei gesagt. Nee, das ist mein Handy. Nee, danke, aber das ist so meine kurze Vermutung. Ja, es hat wieder was mit Zeitreisen zu tun und ein bisschen was mit
mit dem Bermuda-Dreieck. Ich denke mal, dass die erste Staffel cool sein wird, aber ein ziemlich nüchternes Ende haben wird. So wie es auch bei Dark war. Also wenn ihr sowas wissen, mögt... Sie wissen alles, sie wissen nichts. Wenn ihr sowas mögt, müsst ihr Dings gucken. Wie heißt das? Manifest, Oh, das guckt die Jenny gerade. Ich kann das nicht abhaben, ey. Das ist so ein... Ich mag das gar nicht, irgendwie, keine Ahnung. Denken. Was? Denken, ja, kann ich auch nicht. Voll für den Arsch. Denken ist für den Arsch. Nee, ich mag das voll. Also, gerade so Mystery-Serien, wo du dann mit rätselst, was könntest du damit auf sich haben und. Oh, ich weiß nicht, ich feier sowas voll. Ah, die Jenny und ich, wir haben auch die ganze Zeit, also wir haben dann. Wir haben dann, ich sag mal, nach jeder Folge eine Raucherpause gemacht. Wir haben uns dann zwischendurch auch mal unterhalten. Boah, wie könnte das sein? Und ist dir das Detail aufgefallen? Und guck mal hier und guck mal da. Also, die Serie ist schon... Also, man kann... das hat man ja schon bei Dark gesehen. Also, die Typen, die das schreiben, die sind halt einfach genial, ne? Also, ja, kann man nicht anders sagen. Siehst du, Jen ist schon fertig mit Manifest. Ja. Ja, mein Freund jetzt auch. Da kommen wir wieder in die nächste Staffel, weil das ist ja noch nicht durch, denke ich mal. Ich bin ja, ziemlich, keine Ahnung, ist so. Fällt mir nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt da quasi, ich glaube, es gibt 4 Staffeln und da kommt jetzt noch Staffel 4.2. Also das ist zwar eine finale Season, aber kommt in 2 Parts. Echt? Okay, Breaking krass. Bad damals, ja. Ja, meine Frau guckt so Better Call Saul und so Sachen, mag die halt. Breaking Bad haben wir auch geschaut, ja. Geil. Better Call Saul ist so geil. Ja, geht. Ist okay. Manche Stellen sind langweilig, aber ist okay. Ja, das juckt dich auch nur, wenn du Breaking Bad vorneweg gesehen hast und so ein bisschen... Das Problem, gell, wir haben zuerst Breaking Bad geschaut, das war ein bisschen doof, wir hätten zuerst Better Call Saul schauen müssen. Da gab's ja Better Call Saul noch nicht, die haben ja Better Call Saul erst angefangen. Ach so, okay. Wo Breaking Bad fertig war, ja. Nur ja, wegen gut, dem Erfolg der Serie nicht. Haben die ja das andere überhaupt erst gestartet. Aber liebe Leute, ich glaube, wenn... Also gut, Chevy, ich weiß nicht, willst du die Serie 1899 noch gucken? Weil das wäre ein aber... Das soll ein richtig geiles Thema für unseren Podcast sein. Willst du mit Serien reden, oder was? Hm? Nein, diese eine Serie. Ja, und über die willst du dann reden, oder was meinst du? Ja. Ah, okay. Ich glaube, wenn der Chris die durchgeguckt hat, wird er das ähnlich sehen. Ja, keine Ahnung, also, wir quatschen ja sonst immer nur über Videospiele quasi, also oder über die Filme, die damit einhergehen, so. Ja. Deswegen ich hab die noch nie gesehen, also ich kann nichts zu sagen leider, aber ich kann sie mal anschauen. 8 Folgen, 40 Minuten circa, kriegt man hin, aber können wir uns ja Zeit für lassen, also ich will das jetzt auch nicht durchrushen, ich will das ein bisschen genießen. Du warst gut, Alter. Sagt der kleine Junge zum großen Mann, du warst gut. Wobei man sagen muss, also ich glaube, wenn du dir zu viel Zeit zwischen den Folgen lässt, dann gehen so gewisse Details wieder verloren. Also auf jeden Fall. Also die erste Staffel von Dark habe ich 3-mal geguckt oder 4-mal sogar. Die fand ich auch überragend. Also die zweite und dritte fand ich leider nicht mehr ganz so stark. Ich überlege, ach ja gut, wir wollen ja jetzt hier nichts spoilern, aber... Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich Donnie Darko damals geschaut habe, bis ich Kraft habe. Ich glaube, ich habe Donnie Darko noch nie zu Ende geguckt. Echt? Alter. Nee. Stimmt dich. Jake Gyllenhaal, ne? Ja, ja, entweder seine erste Rolle, eine der ersten Rollen von ihm. Ich glaube, die erste Rolle sogar. Kann das sein? Ich finde aber, Jake Gyllenhaal ist sowieso ein ultra guter Schauspieler. Ja, der ist top, ey. Der hat so viele geile Filme gemacht. Hier auch Southpaw finde ich geil. Der ist auch ein richtiges Tier, der Kerl. Das ist extrem, ey. Der hat ja auch in dem Everest-Film dann noch mitgespielt. Am stärksten fand ich ihn ganz persönlich bisher in Zodiac. Ja, richtig cool. Oder Prisoners fand ich auch geil. Oh, Prisoners war richtig gut, ey. Prisoners war mega, der Film. Boah, richtig geil. Ich überlege gerade... Hat jemand mal Lust auf Co-op Resident Evil, egal welcher Teil? PC oder Switch können wir gerne machen. Odoru Yoshi. Ja, hier Reverse. Entweder, also ist jetzt kein Co-op, aber das kann man halt zusammen spielen, ne? Oder halt, ja gut, was kann man im Koop ja, halt? Ja, aber PC EC5. Oder Switch, für die Switch so, gibt's das nicht. Ah, PC also, gibt's das, oder? Nicht wirklich. Ah, PC gibt's auch. Ja. Crossplay, ja, aber dann musst du dir halt Resident Evil auf dem PC kaufen. Resident Evil 8. Halt, ne?
Ah, ich find's geil. Du kannst Reverse nicht separat kaufen. Ach so, echt jetzt? Du musst Resi 8 kaufen, was? Dann hast du's. Ja. Das wusste ich gar nicht, ist ja doof. Ich so liebe blöd. Zodiac auch, danke Jen. Ah, ich find's geil, dass deine Frau auch so auf Anime steht. Weil sie ja japanisch ist, finde ich geil. Die muss das mögen, die ist japanisch. Ich guck noch jeden türkischen Film an, der im Kino rauskommt. Tust du nicht? Nein, tue ich nicht. Und deine Frau übersetzt sie dann, oder was? Genau. Dann zieh dir auf jeden Fall, falls du es noch nicht getan hast, mal die Director's Cut von Zodiac rein. Der Film geht fast nochmal eine gute Viertelstunde oder 20 Minuten länger. Krass. Übelst geil. Damals für meinen Opa, weil er so ein Fan ist von Das Boot, dem Film, habe ich dem die Director's Cut Edition geholt und die war einfach, keine Ahnung, wie viele Stunden die ging, ey. Er ist auch so mit Herr der Ringe, ne? Mit diesem Extended Cut, ja, wie lang diese Filme einfach sind. Ich kann den ganzen Tag verbringen, mit dem Film zu schauen. Ja. Ich find's halt geil einfach, ja. Also aber ich finde bei 5 und 6 habe ich auch für die Switch. Entschuldigung. Ja, 5 habe ich ja auch für die Switch. Also das heißt, da können wir auf jeden Fall mal gerne zocken. Und der Barkas hatte mich angehauen wegen Resident Evil 5 auf PC. Das habe ich mir jetzt installiert. Da könnte man gerne auch mal eine Runde zocken. Ja, warum nicht? Ich hab noch gar keine Ahnung, wie ich nächste Woche streame, ehrlich gesagt, aber... Ich kann leider gar nicht streamen, weil ich ja dann am Wochenende auch weg bin, komplett. Ja, das ist so, wenn man Jet Set Lifestyle hat, Chevy. Dieses Wochenende Con, nächstes Wochenende Con, Alter. Ich spiel mich wie ein Kondom. Wir sind viel zu nüchtern, Alter. Stars. Oh, Stars. Okay. Chris, bist du als nächstes, oder? Müssen wir das alle machen? Ja, natürlich. Ja. Ups. Oh, nee. Das ist... Ja, mach du zuerst, Chevy. Oh, das war der britische Nemesis. Oh, der war sehr gut. Der Chevy war der britische Nemesis. Was, warum? Stars. 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 Da kommt Nemesis an und sieht Jill und dann so, was bilden sie sich eigentlich ein? Nein, was ist denn los? Warum verreckt die? Was passiert? Warum stirbt die einfach? Geh weg von der Tür! Bei mir bist du gerade noch im Pausenmenü. Nee, angesnackt. Ich hab's auch gerade verrecken sehen. Kleines Delay ist drin. Delay ist da. Delay ist da. Ich konnte nichts machen! Mache! Ich konnte nichts machen! Macht dein Stimmchen immer so hoch, wenn du dich ärgerst? Ja, eigentlich nicht. Und again, schon wieder an ihr Snack. Ach so, okay, jetzt aber. Hör mal zu, Schätzelein. Ich komm schon mal frei. Komm mal her hier, ich wollte mal was zeichnen. Willst du nicht mal unter meinen Bademantel kriechen? Kriechen? Ich weiß, das muffelt ein bisschen, aber du kannst ja schon mal gossen, ne? Das ist ja ein ganz feines Gewürz. Kostet nichts. Ich bin auch Romantiker, ich hab mir sogar die Balls rasiert. Chris, bitte sing mal, hier kommt Kurt. Dann fangt Zander. Kannst hier nicht? Kommt Kurt. Ohne Helmut, ohne Gurt. Einfach Kurt. Keine Ahnung, ich kenne den Text nicht. Oh, das ist doch, ich kenne ihn auswendig. Es ist so ein geiles Lied einfach. Dann sing du es doch einfach mal. Nein, ich hab nicht so tolle Stimmen wie du. Das ist nicht. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne. Einfach Kurt. Wer nicht quengelt und nicht mut. Das ist geil, einfach das Lied, ey. Das ist also der geilste Lied, die es gibt, ey. Ohne Scheiß. Ich mag die Hero Turtles von Frank Zander. Ja. Sie sind echt ein super heißes Team. Na, Logo. Wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen, ist die schneller als immer helle. Was? Dann fliegt dir doch das Blech weg. So, hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Da fliegt ja doch das Blech weg. Oh nö, im Ernst müssen wir gegen die kämpfen? Oh, Alter. Fick dich. Bam. 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 Was? Welcher Schwierigkeitsgrad ist das? Schwer. Ich liebe das. Der Chevy gerade die ganze Zeit so. Boah, jetzt muss ich kämpfen. Boah, bam. Boah, bam. Bei mir im Stream steht er immer noch vor der Tür. Warum hast du so einen krassen Delay drin? Nicht. Du hast keine gute Verbindung. Ich bin schon fast tot. Ich weiß nicht, was los ist. Ich auch nicht. Da, jetzt ist er tot. Resi 5 hast du gemoddet, damit es läuft auf PC?
So gemordet? Fragt er den Odoru Yoshi. Ja, du musst da halt sowas zusätzlich, oh. Echt? Okay. Ja gut, ob er jetzt den Schädel eingeschlagen kriegt oder ein bisschen später, ist ja wurscht eigentlich, oder? Also ich habe die Mod installiert, du musst dir so eine, irgendwie so eine Datei in einen Ordner ziehen, dass du, dass das Spiel überhaupt läuft. Aber ist nichts Wildes. Boom. Komm her, komm her! Scheiß Klicker, Licker, ey. Ich mach fertig, Lamm. Guck mal nach. Ob das lobt. Ob das lobt? Wie viele Zuschauer haben wir denn überhaupt? Ich finde fast 9. Bei mir steht einer. Okay. What? Das kann nicht stimmen. Okay, nein, cool. Jetzt fühle ich mich persönlich angegriffen. Ein Zuschauer, seriously? Nee, jetzt steht 8 da, okay. Winkel dich! Das sind ja schon mehr im Chat, das geht gar nicht. Ich habe es nochmal bei Steam runtergeladen. Ich guck mal, ob es läuft. Ah, okay. Jetzt Steam-Update. So, liebe Leute, dann ich werde mir jetzt noch einen nikotinhaltigen Erfrischungsstängel zuführen und dann werde ich euch auch wieder verlassen. Die Couch nein. ruft. Nein. Lord Vader, rise. Henceforth, you shall be known as Darth Vader. Vader. Darth Vader. Show no mercy. Ich fand diesen Einatmer an der Stelle immer so ekelhaft, ne? Was? Das. Achso. Das soll betonen, dass durch die Machtblitze seine Lunge angegriffen wurde. Mhm. Leute, das ist halt viel Rauch, kann auch sein. As the Force is strong with you, a powerful Sith you will become. Jetzt auch einfach Kettenraucher. Ja, darf. Jo. Darf Sidious überhaupt so viel rauchen? Darf Vader mitkommen? So someone tell me why so Sidious? Why you're so Sidious? So Sidious. Ja, Sidious heißt doch irgendwas, es hieß doch hinterhältig. Insidious? Insidious? Warte mal. Ja, Sidious hieß oder Inside Us. Guten Zugpad, sagt der Barkas. Ja. Also, es startet ganz normal. Ich habe keine Ahnung von Modden. Ich glaube, das war so eine Mod, die irgendwie Windows Live umgangen ist oder so. Aber wenn es bei dir läuft, ist doch super. Patchen ist Mod. Dasselbe. Ach, die Mod soll nur Windows Live umgehen. Ja, mehr ist das okay. Nicht. Aber der Barkas sagte wohl, es gibt auch so Mods, die du noch draufknallen kannst. Dann hast du irgendwie viel geilere Texturen, glaube ich, oder so. Dann sieht das Game noch mal ein bisschen knackiger aus. Kannst okay. du ja bei der, das kannst du bei Resi 4 jetzt auch machen, bei der PC-Version. Es gibt ja diesen Fanmade HD Remake Master, Usere, Wavel. Und da kannst du jetzt auch einfach nur eine Datei in dein Steam-Pack mit reinziehen dann und dann spielst du das noch mal schärfer. Gibt's, kosten diese Mods eigentlich was oder sind die free? Ne, die sind free. Okay. Free for all. Ja, finde ich gut. Ich frage mich bloß immer, wie es da aussieht mit, ist das legal? Ja, ist so eine Grauzone, ne? Also die Japaner haben das wohl überhaupt nicht gerne. Eine es gibt Grey zum Zone. Beispiel, es gibt so einen YouTuber, den gucke, oder habe ich unheimlich gerne geguckt, der ist Beat'em Ups, der macht so ganz viel Nintendo Switch Content. Und der hat mal auf dem PC eine gemoddete Version von Breath of the Wild gezockt. Und der war bis dahin Ambassador bei Nintendo. Und dann kam halt dieses Video raus und dann hat Nintendo ihm direkt gekickt, weil er eine gemoddete Version von Zelda gespielt hat. Ey, du sagst, was soll das? Kannst du nicht machen? Was soll das? Was soll das? Womit hab ich das verdient, dass der mich so blöd anzieht? Und weiter weiß ich nicht. gleich auf Liebe gemacht. Dim, dim, dim. Ah, jetzt kommt ja das mit den Scharfschützen, gell? Glaube ich. Oh geil, Fjorell sagt, Capcom empfiehlt sogar das HD Project für Resi 4. Okay, ja, krass. Leute, zockt lieber die Version, ist besser als der Scheiß, den wir rausgebracht haben.
Also, geil. Also auf dem PC, was Resi 4 angeht, haben sie sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Meine Eltern gaben gern große Grillen. Nee, die Version soll ziemlich scheiße gewesen sein, ne? Ja, also selbst die Ultimate HD Edition, da, selbst, also das hat sich immer noch nicht vernünftig gesteuert, irgendwie. Du konntest zwar die Kamera so drehen, dass du Leon erstmalig in die Fresse gucken kannst von vorne direkt, aber was will man denn damit? Also, ich will ihn in die Fresse gucken von vorne. Ich. Gucken oder spucken? Beides. Ethan. Geh mal weg, da, Eddie, ey. Ich spring dir so geil zur Seite, ich liebe das. Ethan, was? Wo ist das für ein Kacklappen? Ich hatte die Release-Version von Resi 4 PC und musste die HD-Version kaufen, da nur diese den Mercenaries-Modus hatte, beziehungsweise die Add-ons. Okay, krass. Die Ultimate HD, die hat Assignment Ada nicht. Und den Mercenaries-Modus nicht. Und das, was wir jetzt quasi als auf der Switch drauf haben oder die PS4-Version, das sind halt erstmalig alle, also es ist alle ja, Versionen in einer zusammengeschlossen, weil die PlayStation 2-Version hatte dann nur dieses, nicht Assignment Ada, sondern Separate Ways. Separate Ways. Die GameCube-Fassung hatte damals nur Assignment Ada und den Mercenaries-Modus, aber nicht Separate Ways. Und Separate Ways ist ein essentieller Story-Part. Das möchte schon Sinn. Ja, das bringt auch wieder alles Geld, ne? Wenn du sagst dann, ich muss das erst kaufen, um das auch zu kriegen und so. PS2-Version wie GameCube war cut. Also die PS2-Version war die geschnittene Version eigentlich. Aber... Oh geil, Dart spielen! Da scheiden sich die Geister. So, meine Lieben, ich verabscheue mich. Oh, warte, Pat, bevor du jetzt gehst, ja. Du darfst jetzt aussuchen, was wir verbessern hier einmal. Was wir verbessern? Ja, an Fähigkeiten, mit den Pillen. Muss mal kurz an die Werkbank. Nee, an den Fähigkeiten hier mit den Pillen. Warte, Lauschmodus, Fertigungszeit, Heiltempo, Schwanken der Waffe, Messermeister. Was ist denn das Sinnloseste? Ich würde sagen, Fertigungszeit. Mach mal die Fertigungszeit. Du Arschloch. Komplett durch? Komplett durch. Ja, komplett ehrlich, durch, du hast okay. Gerade... Mach doch einfach alles. Und jetzt? 200 habe ich noch. Ja, nächster. Du hast 280, Chevy. Nein, 200. Ich hab die Fertigungszeit schon durch. Also ich lebe in der Zukunft, Pat. Okay, was ist das zweitsinnloseste? Schwanken der Waffe. Ja. Oh, das tut so weh. Was heißt das da unten? Odoru Yoshi? Was denn? Gebratene Ente 32, süß-sauer? Nee, mach's gut. Oh, was heißt das, ey? Hau rein, oder mach's gut? Wünsche dir viel Spaß auf der Couch. So, ich muss einmal kurz Übersetzung eingeben. Kuschel dich Übersetzung. Ein wie ein Mathe-Pad. Das heißt bestimmt irgendwie so... Bis dann, ah, geil. Sehr heißt cool, bestimmt irgendwie so, verpiss dich, du Hund, oder so. Mit Schaf. Matanee. Resi 4 will ich auch noch streamen, ewig her, ob ich das nicht noch kann. Also wir wollen demnächst Resi 4 auf Profis zocken, auf jeden Fall. Wahrscheinlich sogar nächstes Wochenende, also nächstes Wochenende. Ey. Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben die 500 Follower geknackt. Wie schaut's denn mal mit einem 12-Stunden-Stream aus? Ja, können wir gerne machen. Ich dabei. In Schichten oder alle drei zusammen 12 Stunden? Also eigentlich alle zusammen. Jo. Dann besorge ich mir hier noch einen weichen Stuhl und dann können wir das machen. Nice! Okay. So, wir hören uns ja spätestens am Dienstag zur Podcast-Aufnahme. Yes. Aber wir werden ja bestimmt vorher nochmal schauen. Oh, wie dumm das aussieht. Guck mal, wie dumm ich aussehe. So, ich verpiss mich. Schönen Abend noch. Dankeschön an alle Kunis. Ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Chevy. Macht's gut, mein lieber Pat. Bis zum nächsten Mal. Ne? Grüß dich, Jen, schön. Tschüssi. Mach ich. Grüßt eure Families. Natürlich. Ja, klar. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, dann so. Kann ich jetzt bin ich zweimal zu sehen. Guck mal, wie geil. So. Ah, scheiße, ich hab's dich rausgemacht. Wollte ich dich rausmachen. Ein doppelter Chevy quasi. Pad raus, genau. So. Bist du noch da? Warum bist du so ver... Achso, ah, klar, natürlich. Du bist jetzt verzogen. Weil quasi der Pad raus ist, deine Cam ist verzogen worden. Ich bin ungezogen. Oh. Du ungezogen. Ein ungezogenes Ding. Ich finde es so geil bei Alice im Wunderland, wo John Depp das zu Alice sagt. Er sagt es so cool, ey. Du ungezogenes. Liebe John Depp. Papi,
Pet ist gerade weg und Rappi kommt rein. Oh nein! Das wird ja, ein Pet ärgern. Ich schon eine ganze Weile da und ich habe nur nicht gelesen. Nein, ich glaube, er ist gerade reinkommen. Ja. Rappi, was geht, mein Lieber? Schön, dass du reinschaust. Cool, 12-Stunden-Stream. Ja, Mann. Du hörst uns doch jetzt, denn dann einen wunderschönen Abend dir und dem Pet. Treibst dich zu wild. Ich höre euch doch, ihr Pupsis. Wir sehen uns ja dann übernächstes Wochenende, ne? Auf jeden Fall. Wir leider nicht. Alles top und bei euch beiden Süßen? Ja, soweit so gut eigentlich. Also bis jetzt macht's doch Spaß, das Spiel. Bin zwar ein paar Mal gestorben, aber ist egal. Na, Muskeles. Was? Was? Ich hab gestanden, Alter. Now it's time to pump the Muskeles. Yes. Ja, ich wollte heute eigentlich gehen, Muskeles pumpen, aber weil ich krank werde, so ein bisschen, ich keinen Bock noch kranker zu werden, dass ich da irgendwie nicht auf die Comic-Con kann oder so. Das wäre schon echt scheiße. Also nochmal ein riesen Highlight, die Comic-Con jetzt im Moment. Das ist so geil, Alter. Ja, Mann, ich hätte auch übelst Bock auf die Scheiße. Dann komm doch, Alter. Nee, geht halt nicht. Ey, also das, ich komm. Das kann ich nicht stemmen, echt nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil jetzt erstmal Auto reparieren. Es ist zwar Black Friday, kommenden Freitag. Ja. Und da will ich mir halt gewisse Black Friday mit dem Autohaus bei der Werkstatt. Ey, heute, bitte gerne Autoreparatur. Ja, das ist ja Technik, ich kaufe mir mal ein neues Auto. Einfach so, das wird ein bisschen was kosten. Am Black Friday schlage ich zu und kaufe mir viel Equipment, neuen PC, ja, klar, normal. Und so. Das wird heftig. Würde ich auch gerne, wir werden jetzt quasi Ende des Monats, werden wir unsere ganzen Kredite abbezahlen. Das heißt, wir sind dann endlich schuldenfrei. Dann müssen wir quasi noch im März nächsten Jahr das Auto abbezahlen. Das war es dann aber auch. Dann sind wir endlich alles weg, Alter. Das ist so geil. Wir haben wieder Grafikkarten. Was für Grafikkarten wäre. Was für Grafikkarten landen? Ich spiel PS4, ich hab keine Ahnung. Nein, also da musst du ja an Chris halten, glaube ich. Ich bin da was PC. Ich kenne mich nicht gut aus. Also. Ja, ich würde noch nie einen PC selber zusammenstellen, Alter. Greenfire ist auch live gerade. Weh, ihr wechselt. Oh, nice. Rüber. Was zocken die? Resident Evil Resistance. Oh, ich glaube, wir werden dann gleich raiden, wenn wir fertig sind. Hey Sam? Wir haben noch fast eine Stunde Zeit. Ja, immer mit der Ruhe. Spiel erstmal durch jetzt bis zum. Kann man hier nicht Dart spielen, sag mal? Ja, gell? Ja. Genau. Da drin hängt. Auch Dart spielen. Auch Dart spielen! Okay. Lass mich! Na, erst wenn die fertig sind, irgendwie, dann kannst du selber nochmal werfen. Echt? Okay. Ja, irgendwie gibt's noch eine Aktion, man muss gleich Dreieck drücken, wenn Ellie mit dir quatscht oder so. Sag mal schneller, ey. Ihr Säcke. Ja, du musst aufhören, dir mit der Taschenlampe zu blenden, dann treffen sie besser. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, also hab mir da auch schon was rausgesucht mit meinem besten Kumpel zusammen. Der schlägt dann einfach am Freitag für mich zu und ich gebe ihm die Kohle dafür. Nicht geil, Alter. Der muss was machst halt du, Alter? Wo hat der hingeworfen? Einfach mal übelst weiternehmen. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Nee, ich kann nicht nur. Das ist einfach wie eine kontextsensierte. Ist das geskriptet oder was? Ich versuch's einfach. Ja, das ist geskriptet. Kannst du machen. Es ist kurz geskriptet. Ach, geil, ey. Das ist immer die Scheiße, wenn man live ist, ey. Kennst du das, wenn du jemandem eine Voicemail schickst und übelst den Scheiß erzählt hast und dann so, weißt du, okay, das waren schon 30 Sekunden, trotzdem nochmal weg. Weißt du, was am schlimmsten ist? Wenn bei uns auf der Arbeit, ne? Wir haben ja Chemieunternehmen, ne? Und das heißt, du hast 7 Stockwerke im Betrieb, ne? Riesenanlagen, alles. Da gibt es so kleine orangene Kästen, da kannst du draufdrücken, da kannst du einen Durchrufen starten. Also das hat man dann im ganzen Gebäude, was du durchrufst. Ja. Dann, wenn du da was sagst und dich versprichst, dann kommt es halt auch so wieder raus. Das fand ich mir übelst lustig. Mein Schiffsbrett letztens einen durchgerufen, hat den falschen Namen gesagt. Floriansen, danke für das auch, mein Lieber. Richtig cool von dir. Vielen, vielen Dank. Richtig geil, ey. Der hat quasi den. Er hat quasi.
Er hat quasi den Namen falsch gesagt. Das war so lustig. Und das Geile ist, ich muss im Hintergrund so lachen, das hat man auch gehört, wie ich gelacht habe. Sehr geil. Das war so gut, ey. Ich würde da mal so derbe einen abschmettern, Chevy. Was, wo? Bei Dart, meinst du? Dart ist auch nicht mein Game, weil ich habe mir damals ein Dartfeuer ins Auge geworfen, deshalb bin ich so ein bisschen Dart geschädigt. Ihr seid einfach so Zucker in meinen Adern. Oh, das ist doch schön. Wer sagt denn das? Achso, ja, Rappi. Rappi. Wer denn sonst, ja. Bei der Sprechanlage. Da würde ich so nur einen abschmettern. Ach, du willst da rein? Ach so, ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, kann man auch machen. Ja, also auf Nachtschicht geht das. Ob ich eigentlich alles glutet jetzt langsam? Ich weiß nicht. Ne, immer so skeptisch. Ja, nee, hab ich nicht. Erzähl mal. Was erzählen? Was? Erzähl, wer ist dieser Chef Dead? Wer ist dieser Mann? Dieser mysteriöse Fremde, der ein Buch geschrieben hat. Er ist Chemikant. Er ist Türke. Er hat 5 Kinder. Und eine Frau. Und wohnt in Steinheim. Was? Wohnt wo? Steinheim. Hanau Steinheim. Steinheim? Hanau Steinheim. Mhm. Steinheim ist ein Ortsteil von Hanau. Genau, richtig. Okay. Und du hast ein Haus, ne? Ja, nee, also meine Eltern haben ein Haus und wir wohnen halt in dem Mehrfamilienhaus alles zusammen. Ist doch geil. Ja, es ist cool auf jeden Fall. Also ich habe quasi, das Gute ist, ich habe immer warmes Essen. Entweder meine Mutter kocht oder meine Frau kocht. Da bin ich auch so fett. Okay. Was? Gut, bist du halt fett? Ja, das alles, ne? 100 dann, Kilo. Bist du fett und ich bin Sumo-Ringer. Und Pat ist Pat. Warte, Pat. Pat? 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 Wer ist Pat? Und wir sagen seinen Namen jetzt einfach so oft, sodass er, wenn er den Stream gerade nebenbei im Lurky mitguckt, so, denkt er sich so, oh, die haben jetzt so oft gerufen. Ich geh genau, ja, die lernen bestimmt für mich. Die reden bestimmt für mich, scheiße. Ey, der Pat, eigentlich... Eigentlich ist das voll das Arschloch, ne? Nee, geht schon klar, der Dude. Ja, der ist okay. Er macht ganz, also der ist fleißig, so lange wollen wir dann denken. Also ohne Scheiß, ich muss immer wieder sagen, der Pat ist halt echt der hier den Löwenanteil macht an dem Stream. Das muss ich dem jedes Mal wieder honorieren, dem Kerl, weil der halt echt krass viel Arbeit hier reinsteckt. Finde ich halt echt geil. Ich kann das gar nicht, was der macht. Das ist wahr, das, ja. Geh doch mal aus dem Weg, doofe Kuh! Ob ich das hasse, ey. Nee, das macht da wirklich krass, also das ist nicht ohne. Auch so jedes Mal, wenn irgendwie was gemacht werden muss, so wie Podcast schneiden und so, alleine so eine Aufgaben, das ist Wahnsinn, wie viel Zeit man da auch schon manchmal verbrät dran. Ne? Ja, ist so. Also was der hier an Zeit reinsteckt, ist schon extrem. Dafür. Aber ich hoffe, ich komme bald dazu, noch ein bisschen auch mal zu entlasten. Also, ja. Das kommt immer drauf an, wie zügig ich da vorankomme. Vielleicht sagt auch, ey, nein, jetzt mach das, Alter, geh weg, Alter. Du machst dir gar nichts, ey. Das ist mein Ding. Nö, der hat schon gesagt, ich soll auch machen. Ich weiß, wird geil. Ich kann aber leider nicht, das ist das Problem. Ne? Ich würde auch gerne, aber ich habe einfach nicht Zeit dafür. Ich habe jetzt mal ein YouTube-Video gemacht und so und letztens das mit dem Post mit den Bildern und so. Das war schon für mich ein aufwendiges Ding, sage ich mal, ja. Zwischen der Family jetzt noch das zu machen. Ja. Und das ist für mich schon wieder extrem, ja. Das YouTube-Video mit den 3 liebsten Games, das hast du selber gemacht? Ja, ja. Nein, also der Pat hat's geschnitten. Ich hab dem die ganzen Teile gegeben und der hat dann zusammengeschnitten halt. Okay. Also das ist schon... Oh. Alter. Bist du schlimm? Müsste ich dann eigentlich auch mal noch nachreichen. Ja, warum nicht? Hab gehört, er sieht auch sehr hot aus. Das hab ich noch nicht gehört. Gerne richtig nice, dein Kanal. Ja, unser Kanal. Nicht meiner, das muss ich immer wieder sagen, weil wir sind ja 3 Leute hier auf dem Kanal. Der ist, also der. Ich meine, jeder hat noch einen privaten Kanal, obwohl du nicht kriegst, gell? Du hast keinen privaten Kanal, gell? Bei Twitch. Nichts, wo ich so Zeug hochlade. Nee, bei Twitch meine ich jetzt.
Nee. Ja. Ja gut, du hast quasi schon einen Kanal, weil du bist ja bei Twitch angemeldet. Eigentlich hast du einen Kanal. Ja. 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 Ich meine, ich zock auch manchmal spontan auf meinem eigenen Kanal hier auf Twitch. Aber der Pat macht halt YouTube-Kanal komplett eigentlich. Macht der halt alles. Ja. Das Rätsel kann nur Batman lösen. Ja, Chevy, deine Stream-Skills haben wir heute am Anfang gesehen. Ja, ey, das war spontan. Ich muss ganz schnell was einstellen. Das ging halt nicht, ja. Das ist Technik. Da hänge ich nicht drin. Was passiert? Okay, was mache ich jetzt zunächst? Ich renne. Okay, jetzt bei mir auch krass ein Delay drin. Oh, Alter, da bist du, Alter. Wichser. Bam. Ach, die Stelle ist das, ja. Mit dem unkaputtbaren Sniper. Ja, ja, wo du immer wieder ein bisschen weiter vorgehen musst und so. Ich hasse diese Stelle so. Egal, was du machst und egal, wie scharf das gestellt ist und so, auch im Remake, du kannst den nicht töten. Nee, kannst nicht. Ist halt, ich meine, ist interessant, was anderes, ne, dass du quasi dich so anschleichen musst und so. Finde ich ganz cool. Ist auch sehr, sehr nervig. Kommen jetzt noch Hunde? Nee. Oh, fuck. Nee, hier Spiel auch gibt's doch noch gar keine Hunde. Ich hab grad einen Hund gehört. Ich dachte, war grad ein bisschen verwirrt. Also, vielleicht mal ein geskriptetes Bellen, aber so richtig Hunde gibt's hier noch nicht. Das fand ich so mies, Alter, im zweiten Teil, wenn man da die Hunde abstechen. Ja, Hunde kann. Sind ganz schlimm, ey. Ja, wir. Nee, ich hab keins hier. Müsste unten irgendwo sein. Mal gucken, ich hab keine Ahnung. Ich hab so viele Handys hier rumfliegen, Leute, ey. Ist echt krass. Naja, 5 Kinder, dann noch 2 Erwachsene, also. Ja, gut, die Kinder haben nicht alle Handys. Die Großen haben hier Handys, ja, aber die Kleinen auch nicht. Ja. Wir haben halt so viele Alte noch, weißt du, die quasi nur zum PayPal und so benutzen, zum Beispiel. So. Boah, Alter, nerv mich doch, der Plan! Boah, die Stelle ist so schwer einfach, ne? Ja. Vor allem auch schwer, also das war nicht der schlimmste Schwierigkeitsgrad, es gibt noch einen krasseren, ne? Ja, ja, es ist apokalyptisch, gibt's auch noch, glaube ich. Meistens ist apokalyptisch, ich weiß nicht, wie der ist. Mir hat das in jedem Schwierigkeitsgrad geknackt und auch in jeder Sprache hat das schon mal durchgespielt, weil der ist so abfeiert, das Game. Ja, das ist halt, das finde ich halt geil, das machen viele, weil sie halt das Game lieben, ne? Das mache ich, habe ich bei The Within zum Beispiel gemacht, weil ich so sehr liebe das Game. Und da kannst du auch, sag ich mal, das ist was Besonderes. Wenn du quasi sagst, ich mache jedes Game auf Platin, ist es für mich auch nichts mehr Besonderes. Ja, dann geht irgendwann der Zauber verloren und deswegen, ja. Ich speedrunne deswegen nicht gerne. Boah, was? Oder so. Speedrun finde ich eh scheiße. Boah, Alter. Spacko, ey. Oh, Alter! Kann ich irgendwie noch Schulter wechseln? Ein übel heftiges Delay drin hier. Nein! Er hat mich getroffen. Oh, Stars. Okay, alles klar. Nightshade Kyria. Hallihallo, mein Liebe. Wie geht's dir? Alles gut. Also, Stars, Leute. Ein Stars? Stars! So, jetzt muss ich auch. So, Chris. Stars. Das geht doch, Alter. Oh, gut, ja. Hier. Grüß dich, Kyria. Wie geht's dir? What goes? Soweit geht's uns eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt so ein bisschen bei dieser Scheißstelle, die ich hasse über alles. Das ist die schlimmste Stelle im Spiel. Nee, ich weiß Alter, nein. Nee, Winterpassage in der Westernstadt, wo du im Schneesturm nichts weiter siehst und nur von Kneipe zu Kneipe
Irgendwann muss er. Fuck you, fuck you, fuck you. Oh. Alter! Wie drei Schuss, du Wichser! Warum? Lolz ist da. Lolz ist da, mein lieber Lolz! Was Chevy geht da? Das Sexbatzen hat er gesagt. Ja, das ist Lolz. Alles fresh bei euch, ja, ist alles fresh. Alles frech? Wir sind immer frech. Stars! Okay. Oh, Alter! Warum? Boah, du bist die ganze Zeit, die Wichser. Was? Ich lebe aber. Auf der Autobahn meinte einer, fast mein Auto knutschen zu müssen, weil bei Regen muss man ja rasen. Oh. Ist das schön, dass die letzten... Oh mein Gott! Wir hatten der geworfen! Alter, Kyria, was bei dir abgeht, Mann? Kyria ist heftig, immer Action, die Kyria, ey. Das ist echt ohne krass. Scheiß, Alter. Ich musste erste Hilfe leisten. Boah, heftig. Hatte ich aber... hatte ich... Was war das? Habt ihr das jetzt gesehen? Ich was noch war nicht. Das jetzt gerade? Guck jetzt, bist du im Kampf, dann guck unbedingt hin. Das ist so krass, ey. Was ist da passiert? Was ist doch passiert? Ey, was war das jetzt gerade, ey? Ah ja, Winning Son? Ja, ich vergiss. Ich versuch es. Der hat dir ins Gesicht geschlagen und schon kam der Ladebildschirm, ja? Ja, keine Ahnung. Das ist ja cool. Mein Hodenwärmer, ja, wie geht es dir, du Zucker aus meinen Linden? Ihr seid geil. Leute drehen durch, gerade bei Minusgrade hatte ich gestern so schön Landstraße, schleichen die mit 65 Autobahn 200 Max. Geil. Geil, Alter. Was für 80 ausgeht, das hat da seinen Grund. Ich hatte letztens auch das, Ding, ich bei mir wollte nach Hause fahren, bin quasi aus der Straße raus, wollte abbiegen nach rechts und links sehe ich quasi einen Mann, wie er vom Bürgersteig auf die Straße gefallen ist quasi und dann liegt er auf dem Boden und vor ihm hält ein Mercedes, dann steigt einer aus und ich bin halt rechts gefahren auf dem Bürgersteig, habe halt kurz gewartet zu sehen, ob er dem hilft auch oder was da gerade passiert und der stand halt nur mit dem da in der Hand und hat ihn mal aufgeholfen und dann stand er nur da und hat nichts gemacht, der Kerl. Bin ich halt hingegangen. Hat er gemeint, ja, habe ich gemeint, alles okay, kann ich helfen? So, ja, ich muss arbeiten, ich keine Zeit, ja, toll. Alles klar, geh, habe gerade Notruf angerufen, alles. Der Mann hat halt hier. Er kippt auf die Straße und sagt, ja, ich muss auf Arbeiten. Naja, nicht der Mann, der ihm helfen wollte. Achso. Und der ist dann direkt gefahren. Ich habe mich um den alten Mann gekümmert, der wollte auch nur nach Hause, der hat gezittert, alles war voller Marsch. Der hat halt hier eine Nase gebrochen gehabt, komplett. Die Hände waren komplett auf, alles alt am Siffen, ja. Und ja, ich hab noch halt noch geholfen. Ja? Hallo? Wie du reinkommen? Warte mal, ganz kurz. Ja, ist cool. Guten Nacht, komm her. Pussy. Schlaf schön. Oh, wie cool ist das denn? Ah. Das waren originale Chevy-Kinder. Ja, komm her, Schein, du auch. Schlaf schön. Ach, da wird mir ganz warm. Oh, Kuni, zieht euch diese Szene rein. Nicht klippen, Leute. Nicht klippen. Nein. Nein, jedenfalls es war halt krass. Weißt du, er wollte da auch ständig nach Hause. Musste da zwingen, sich hinzusetzen, weil der konnte halt gar nicht richtig stehen. Und hat halt ein bisschen mit dem gelabert. Ah, sind schon lange hier in Steinheim, wohnen schon lange hier und so. Halt ein bisschen mit dem gelabert, dass er halt ein bisschen runterkommt, weißt du. Das ist ja krass, der andere hat ihn nicht quasi geholfen, aber der Geist mit dem Zunahmestick gefahren. Also manche Leute sind echt einfach, ja, scheiße. Was soll das zu sagen? Manche Leute sind echt einfach, ja, scheiße. Ohne Scheiße, ey. Themenwechsel, jawohl, hast vollkommen recht, Backers. Ich hätte jetzt hingerufen, gewunken und wäre ins warme Auto und hätte gewartet, ja. Ja gut, du musst dir erst Hilfe leisten, klar, das ist ja deine Pflicht quasi, ne? Rappi, weg mit der Brille, alles klar, Alter. Okay, Leute, aber dann kann ich gerade keinen Chat lesen, ne? Das weißt, wisst ihr. Ich lese dir alles vor, Rappi hat gesagt, schön. Du bist doof. Oh. Nein, ich dachte mir schon, ey, das sagt ja immer der Kerl.
Diese Augen, ja, wie Chevy plötzlich von einem Türken zu einem Chinesen wird, also eiskalt. Ja. Odoru Yoshi, wie findest du meinen Chinesen-Japaner-Style? Also das, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Oh Scheiß, ist deine Frau gerade da? Ist deine Frau da? Wenn ja, soll die mal gucken und sagen, was ich für ein Landsmann bin. Würde ich gerne mal wissen, ob sie mich für einen Japaner hält. Ich finde es voll lustig. Meine Frau? Ach so, die von... Nein, also die von Odoru Yoshi, weil sie ist ja Japanerin. Oder Asiatin zumindest. Ich finde es voll lustig. Ist denn der Yoshi überhaupt noch am Stüssel? Ich weiß es nicht. Der hat lang nicht mehr geschrieben. Ah, da. Ah. Arschloch. Wie soll ich jetzt snipen, Leute? Ohne Brille. Wie soll das gehen? Was? Lecker leid. Mit Fly oder Fly? Naja, so sauber. Scheiße! Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Absolut gar nichts. Dann chill doch einfach eine Minute. Nein, sehr langweilig. Achso, das ist die Challenge dabei, ne? Natürlich, ich muss ja was machen. Dann musst du das jetzt mal ganz schnell irgendwie Kontaktlinsen einsetzen. Ich habe das einmal in meinem Leben versucht. Ne? Oh, der Wichser, der von hinten kommt, der. Ja. Gibt ganz viele Wichser, die nur von hinten kommen. Du Spacko, ey. Oh! Oh, da ist noch einer. Komm her. Bam, in die Fresse, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm von da. Bam, Alter. Jetzt der nächste. Kann ich wieder aufsetzen, meine Brille? Ja, oder? Ja, 3 Minuten, sehr gut. Oh, danke. Oh, Leute, ey. Alter. Mari. Jessefaden, was? Ich mag dich, Chris. Wir lieben alle Chris. Lecker leis. Ja, ich mag dich auch, Rappi. Du bist irgendwie sowas wie... Ja, wir hatten eine schöne Zeit beim Pet zusammen, auf jeden Fall. Ja. Also, da ist man sich schon... Also, ich werde jetzt nicht irgendwie komisch klingen, aber man ist sich schon näher gekommen, ne? Wärst du eine Frau und sollst auch wild immer eine Frau werden, sein? Nein, Rappi, nein. Ich wäre lesbisch. Ist nicht unterbewertet und eher seltener als COS. Meine Tastatur ausgeklopft. Geil, Alter. Okay, Leute, ich hab quasi wieder fast kein Leben mehr. Gibt es da nicht irgendwie einen Weg, wie man da durchrushen kann nochmal? Stimmt. Aber, warte mal, da ist einer, der ist quasi hier, ja? Und wenn es rausgeht, killt er mich direkt. Der Arsch. Es gab doch irgendeinen Schwierigkeitsgrad, wo dieser Lauschmodus sogar komplett deaktiviert ist, ne? Ich hab's dir gesagt, ich geh raus und der killt mich, der Arsch. Mein Rauchbomber hat nichts gemacht. Das ist so unmöglich. Jetzt bin ich aber hier. Geil. Bin quasi einen Specialpunkt nach vorne geglitscht worden. Special. Oh Mann. Ich sehe euch. Halt die Klappe. Ding ist ja auch, ich habe einfach kein Leben, das ist das Problem, ne? Da fällt mir auch gleich wieder Jack Baker ein. Ich sehe dich! Wo ist wir nehmen euch beide auf, war schon emotional. Super, wirklich schön, ja, auf jeden Fall. Es war echt eine richtig geile Zeit, Leute.
Müssen wir unbedingt demnächst wieder mal machen. Einfach treffen, zusammen rumhängen. Gehen oder so. Ein Trinken auf jeden Fall. Und ey, das war schon wahnsinnig cool. Und ja, der Mann von der JC, der hat es auch immer wieder gesagt, der hat das sehr charmant ausgedrückt. Das hätte auch alles arschlicher sein können heute Abend. Aber hier war ja, hier ist nicht ein Arschloch dabei. Das stimmt. Ich muss brunze, wie ihr fährt. Der war cool. Ich hab den voll gemacht, ey. Der war richtig gut drauf, ey. Dialekt auch total. Das hätte auch alles arschlicher sein können. Aber alles, liebe Leute. Ich bin wie Freddy, ja. Vom Mindset her. Kann wohl schlagen muss, Leute. Ich hab grad keine Ahnung. Was ich... Oh, Alter, lauf doch, Alter, lauf! Warum läufst du denn nicht, du Arsch? Gibt's doch nicht, ey. Ich bin neben euch beiden aufgewacht. Das war emotional, auf jeden Fall. Oh, oh. Emotional. Oh, schnell Headshot. Ja. Ich kann Headshot, mir emotional Alter. Vergewaltigt fühlen. Nee, war echt geil. Hast du recht, Rabbi. Wo ist er? Da war noch einer. Foggenganzt. Alter, der hängt. Ah, du Wichser! Ja, ich hörte auch wirklich gerne auf die Kamera. Komm. Kiria, das wäre übelst geil, aber leider kann ich mir diesen Monat nicht mehr leisten. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und zwar haben wir vor, demnächst ein kleines Projekt ins Leben zu rufen. Wir wollen quasi eine kleine Spendeaktion machen. Also wir wollen hier so einen kleinen Pod einbauen in den Stream. Und da können Leute spenden für die Comic-Con. So, und wir werden dann einfach für die nächste Comic-Con nehmen, was da drin ist. Dann werden wir schauen, wer kommen will, und der kriegt dann daraus die Tickets bezahlt. Das ist ja krass. Ich hätte voll Bock drauf. Ich werde so mit dem Pet nochmal belabern, richtig. Also wir hatten es mal kurz angeschnitten letztens. Und ich finde das eine geile Idee eigentlich, weil so könnten auch Leute wie du jetzt zum Beispiel jetzt sagen, ey, ich kann es mir jetzt gerade gar nicht leisten. Trotzdem zu Comic-Con kommen. Ja, das stimmt. Also versuch es auf jeden Fall wert. Man muss ja dann immer gucken, wie sowas läuft dann, aber ja. Ja, warum klar. Eigentlich nicht? Oh, du Arschloch! Oh mein Gott! Geh da rein! Oh, fuck! Du Hundesohn, ey. Hast du dann wenigstens für die Hälfte des Preises gekriegt oder so? Ich konnte es auch nur, weil eine Freundin Tickets nicht mehr wollte. Geil, Alter, das ist cool. Das ist richtig gut, ey. Ja, aber so ein Menschlein wie Kiria ist ja auch prädestiniert für so eine Festlichkeit. Also sie ist ja Cosplay ihre Mutter quasi. Ja, also sie kann echt alles cosplayen, die Kiria. Also Leute, könnt gerne mal Kirias Instagram-Channel auschecken. Die macht wirklich alles. Und da sind echt coole Fotografien dabei. Ja. Die macht super viel Zeug. Wieso? Ey. Wieso verreckst du nicht, du Arsch? Das ist wieder Liebe-related Zeugs, und das ist schon... Auf jeden Fall. Also, Nightshade Kiria, check die mal auf Insta aus. Mit der Lieben haben wir auch letztens ein kleines Shooting gemacht. Ja. Und diese Fotos sind auch extrem geil geworden. Die werden jetzt immer mal wieder in Intervallen rauskommen bei uns auf Instagram. Mhm. Die ihr auch bewundern könnt, die Fotos. Die hat's echt drauf. Also Hammer. Man darf gespannt sein. Rot wert. Ach nicht. Das ist nicht so. Ah! Alter. So rum ist sogar die Tickets gekriegt. Das ist natürlich... Boah. Das ist echt stabil. Ja, das ist geil. Eine extra Portion, lasst euch überraschen, tot. Für 50. Oh, okay, alles klar. Das heißt, wir müssen was essen, wenn du was da hast. Also ich esse auf jeden Fall was. Ja, also ich muss mir diesmal hier was hinlegen. Das hätte ich hier die Wege. Wie immer meine Packung Haribo Tutti Frutti liegen. Heute essen wir einen... Was ist das eigentlich?
Sternfrucht? Ja, so ein Riegelchen. Sternfrucht? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das sein soll. Du machst so ein bisschen was, sagst du? Ich finde, du machst richtig viel und richtig geil. Also. Warte mal. Ist hier jemand? Ich höre mir diesen Scheißhund, das geht mir voll auf den Sack, ey. Ich kann mir kein Dings machen, das ist voll scheiße. Geil, Mann, du bist am Haus. Endlich. Die Szene mit dem Sniper sei eh geskriptet. Auch eine geile Szene, also auch das muss ich sagen in dem Spiel, diese Gameplay-Szenen und die Cutscenes sind 1A gemacht, das ist so cool. Ich könnte es quasi jeden Tag als Film schauen. Apropos, freust du dich auf die Serie? Oh ja, Mann, die wird geil. Ich habe am Anfang mir gedacht, Pedro Pascal, der sieht nicht unbedingt wie Joel aus. Aber ich habe ja gehört, die Serie soll ja auch die Zeit davor ein bisschen mitspielen. Von daher kann man das noch übersehen, dass er da diesen Bart noch nicht hat und alles. Aber auf die 50 zu, ne? Ja, der ist auch schon älter. Ich meine, ich habe da so Game of Thrones habe ich ihn geliebt, fand ich richtig geil. Die rote Viper. Ja, Hammer. War zwar dumm wie Stroh, weil er einfach so dumm verloren hat, aber gut, egal. Vor allem das sah auch so aus, als ob der übelst dolle gewinnen würde. Und dann auf einmal, Alter, diese Szene hat mich übelst kalt. Ja. In den letzten grausamen, qualvollen Sekunden deines Lebens kriegst du noch gesagt: Ja, ich habe deine Frau vergewaltigt und ich habe deine Kinder getötet. Und dann presst er eben die Rübe und die platzt einfach. Es ist halt dumm, weil er hat ihn ja gehabt, aber nur weil er noch weiter sag es, er hätte ihn aber töten können. Nein. Das ist halt wieder der Stolz, weißt du? Dem dann das Leben kostet. Aber ich finde ihn gar nicht so schlecht gecastet jetzt im Nachhinein. Anfangs habe ich mir halt gedacht, oh nee, was ist das für eine Scheiße. Aber jetzt im Nachhinein finde ich ihn eigentlich ziemlich gut gecastet. Und der Bart soll ja hoffentlich noch kommen für Joel, ne? Ja, also die meisten hätten sich ja den Wolverine-Darsteller. Ja, Hugh Jackman. Ja, Hugh Jackman, genau. Das wäre so geil. Wer mir in den Sinn gekommen ist, ist Gerald Butler gewesen. Auch aber gut. Der ist für Rückblenden wirklich zu alt. Wenn ich so an Gesetz der Rache denke, sehe ich Joel seine Fresse irgendwie dabei. Keine Ahnung. Also das würde auch hin. Wen ich wirklich richtig scheiße finde, ist die Ellie spielt. Die ist ja auch aus Game of Thrones, ne? Auch aus Game of Thrones gecastet. Und die hat so ein kaltes, leeres, blasses, emotionsloses Face. Ja, gell, ich bin sehr gespannt, wie sie dann am Ende aussieht. Ich meine, jetzt so mit dem Zopf und so sieht es schon richtig gut aus, wie Ellie, finde ich. Hast du Trailer schon gesehen? Hab ich den gesehen? Das kann sein. Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe. Kam der raus vor 2-3 Wochen. Auf jeden Fall. Also er sieht schon cool aus, so, aber ich. Also Ellie, das. Ja, die hatten ja. Ursprünglich hätten sich ja die meisten Fans gewünscht, dass es Ellen Page macht, ne? Aber da ging doch irgendwie was nicht mehr, weil die ja jetzt gar kein Frau mehr ist, quasi. Ja, gut, okay, das ist halt was anderes, ne? Ja. Aber Ellen Page war Ellen Page nicht sogar das Face-Model für Ellie im ersten Teil? Ich weiß nicht, leider, ich kann es nicht sagen. Aber es kann gut sein. Ich bin da nie drin mit den Schauspielernamen und so. Ich kann mir das nicht merken. Dafür ist man hier zu alt. Ansonsten google ich das. Hauptsache es schmeckt. Jawohl, Shakira hat vollkommen recht. Ja, Chevy, für einen Freund mache ich jetzt was aus The Evil Within 2 und habe schon mal die Tasse der Union geholt. Ich weiß, was du machst, darf ich sagen? Ich habe Lösungsvorschläge, wie erwartet, nur auf Englisch selten Seiten gefunden. Ah, gut, okay. Im Dateiordner gibt es eine Render-Ini, die soll man löschen, ist Vorschlag. Okay. Klar, also du machst doch die Myra, gell? Also die Frau vom Castellanos. Ich weiß nicht, ob du die halt in dem besessenen Zustand machst, also dieses Schleimmonster oder den normalen Myra. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich find's voll geil. Mein Noir-Outfit von Carlos sieht teilweise auch extrem aus wie Sebastian, finde ich.
Sehr rated. Dass du nicht jetzt nach Janos gehst. Also das ist ja... Es passt nicht. Also ich weiß nicht, was finde ich auch vom Gesicht, der passt halt gar nicht. Hm. Weißt du, wer einen echt geilen Sebastian Castellanos machen würde? Mein Vater. Der sieht 1A aus wie der. So krass einfach, wirklich. Hat er auch so eine große Nase? Dein Dad? Ja, das geht. Castellanos hat ja ganz schön zinken, ja. Also der hat auch diese Haare, weißt du? Ja. Und es passt perfekt bei dem, ohne Scheiß. Wenn ich das Bild hätte, würde ich dir zeigen. Leider geht's warum nicht, schade. Warum eigentlich nicht diese Haare? Also was ist denn dir eigentlich... Ja gut, ich hab sie abrasiert. Die kommen ja wieder, aber ich rasiere sie halt weg. Also halt, wenn die jetzt kommen, sehe ich aus wie so ein Krebskranker. Ich habe natürlich so Moosstellen, weißt du? Ganz schlimm. Mhm. Und deshalb, ich habe damals, wo ich im bei meiner Firma, gab es quasi Reinräume. Das sind keimfreie Räume. Da habe ich zeitlang gearbeitet und habe dann angefangen, hier so über dem Ohr Haare zu verlieren. Mhm. Und es kam quasi durch diese Umgebung. Und habe dann halt gesagt, okay, ich rasiere mir halt alles ab, scheißegal. Und seitdem trage ich halt dazu. Okay. Ist auch viel angenehmer, muss ich sagen. Na, bevor man rumrennt wie Stromberg, auf jeden Fall sich mit Louis alles abrasieren. Er ist die normale Spiele dann, die, das ist geil. Ja, das kostet, wirklich Anzug, Bart so wachsen lassen und schon bist du Stromberg, Alter, fertig. Aber echt? Die Haare cool, so zum Kranz wachsen lassen, ne? Ja. Hey, du brauchst dir keine Perücke kaufen, du musst einfach nur mal eine Weile was wachsen lassen, den Bart ein bisschen anders gestalten und schon geht's los. Geht mal auf cool. Die Con als Max Payne. Warum Max Payne? Max Payne ist auch, ist der Oblos langer Mantel und Anzug drunter, oder? Muss ich den jetzt abschießen? Ich weiß gar nicht mehr. Muss alle abschießen, grundsätzlich. Na los, Henry. Ja, du darfst übrigens droppen, was Kyria macht. Hab ich doch. Achso. Also sie macht die Myra. Einmal in normalen, einmal in besessen. Oh, jetzt hab ich das verstanden. Erst die normale, später die besessene. Okay. Genau, finde ich geil. Elf stabile Zuschauer. Sehr, sehr schön, liebe Kunis. Das auch ist die Leute, die im Lurk sind und hier nicht mit reinschreiben, schön, dass ihr da seid. Das ist Hammer. Ich finde es immer cool, wenn so viele Leute zuschauen hier. Und wir können gleich mit so vielen Leuten den Andi raiden, weil ich hab voll Bock drauf, den Andi zu raiden. Klingt pervers. Hä? Das klingt sehr pervers. Wir wollen den Andi raiden. Ja. Im freundschaftlichen Sinne. Raid heißt ja eigentlich Raubzug, ne? Ja, das stimmt. Oder Überfall. Ja, du Wichser. Ja. Oh, ich liebe diese Szene, ist so cool, ey. Richtig geil. Scheiße! Oh, das war heftig. Ich finde auch diese Synchronstimme von Ellie hammergeil einfach. Wie sie immer flucht, das ist so cool, diese. Ich finde die auch keine. Ja, ich finde die auch keinen Dialoge dumm gemacht oder so, weißt du? Dialoge passen einfach wie die Faust aufs Auge, finde ich hier. Ja. Das Game ist echt ein Meisterwerk. Ist, ja, weiß ich nicht. Hat auch leichte Plotholes, auf jeden Fall. Und es hat auch Plot Convenience. Also das dieses typische, aber ich kann dem ersten so viel mehr abgewinnen als dem zweiten. Ich hasse Teil 2 echt. Nö, hast nett. Ich find's schon gut. Aber ich bin schon mit gar keiner Erwartungshaltung an den zweiten Teil rangegangen. Wirklich, ich hatte keine Erwartung an dieses Spiel. Und trotzdem bin ich noch so enttäuscht davon. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich find's ein gutes Spiel auf jeden Fall. Es ist halt nicht so gut wie das erste. Ist halt so. Ja. Da kommst du nicht dran. Die Story nicht so gut. Und auch das Spiel, das ist zu lang. Du musst unsympathische Charaktere spielen. Nimmt man mal alles beiseite, ja? Wenn man mit der Story nicht klarkommt. Man kann Abby nicht leiden und so. Ja. Okay. Hast du immer noch ein über 30 Stunden langes Spiel, was dich zwingt irgendwie in der Mitte, weißt du? Du bist so in der Mitte angekommen. Was muss ich machen? Muss ich wegrennen? Nein, du musst die abknallen, die Typen, die da jetzt kommen. Okay, jetzt aber nicht mehr, es sind zu viele gerade. Ja, trotzdem. Muss okay. Das so gut wie es geht halt. Ja. Ist okay. Okay, machen wir das, wegkommen. Kommt mit. Ja, wie gesagt, du fängst dann ab der Hälfte von The Last of Us 2 einfach mal an,
Das ganze Game nochmal zu spielen. Nochmal von vorne, bloß aus einer Sicht von der, von dem Vibe, das uns den Joel genommen hat, auf die räudigste Glenn-Art der Welt. Ja, oh, Glenn, ey, oh, Alter. Das war übel damals, ne? Ja, Mann, ich hab's mir gesehen. Die Klubschkugel so rausgeguckt hat. Boah, er hat sich auch auf die Zunge gebissen dabei. Es war ja schlimm, oh, die Zunge so. Ja. Oh, Alter. Aber es sah aus wie im Comic, ey. Und dann hämmert Negan sich da einfach die Scheiße aus dem Arsch quasi. Und, ja. Und da liegt dann schon der Augapfel bloß noch rum und der kloppt immer noch drauf rum. Bam, bam, bam. Und dann zeigt er, ich finde es auch, wenn Abraham gekillt hat quasi. Mhm. Und der Abraham, der zuerst getötet hat, draufgehauen und so, oh, er nimmt es wie ein Chef, weil der Abraham, der hat es gar nicht gejuckt, der sitzt, der bleibt einfach so knien, kriegt den ersten Schläger ins Gesicht, oh, scheißegal, Blutluft drunter, scheißegal. Der sagt doch dann sogar noch, Hammer. Lutsch mir die Eier. Ja, Mann, das ist so cool. Habt ihr das gehört? Abraham. Der Typ hat gesagt, lutsch mir die Eier. Oduro Yoshi, wie lange macht ihr noch? Bis 10 Uhr, mein Lieber. Und dann raiden wir den lieben Andy von Screenfire Germany. Auf jeden Fall. Wie, du warst froh, dass der zermatscht wurde? Glenn, ja, dein Ernst? Was? Oder, ach, du meinst Joel. Coolste. Ich hoffe, du meinst Joel. Wie war's denn? Nein, Joel war doch cool, Alter. Eine Geistenschance nee, überhaupt. Recht gut. Naja, aber... Gut? Na, warte mal. Mal gucken, was er sagt. Barkas, das interessiert jetzt. Wisst ihr was? Wen meinst du? Abraham? Ja. meinst du Joel? Sowohl als auch, okay. Sind alles drei richtig coole Figuren eigentlich. Also, ja. Mochte es so gesehen nicht, dass Joel diesen Tod kriegt. Ich hätte, nee. Ich habe damit gerechnet, dass die Joel killen in Teil 2, aber eher so habe ich damit gerechnet, so Ende oder Mitte und halt ja. Auf eine sehr heroische Art und Weise. Was, erotischer? Heroisch, nicht erotisch. Ja, eine sehr erotische Art und Weise. Beim Sex gestorben. Das ist das Problem, ne? Er hat so einen Dulli-Tod gekriegt, der einfach... Sowohl als auch. Vor allem, dass der zermatscht wurde. Okay, egal was er getan hat, er hat sie quasi gerettet. Ja, er hat Abby und kurz vorher gerettet. Das bin ich so asozial. Ja, hätten. Wisst ihr was? Die hätten. Hätte sie ihm einen Arm gebrochen. Ja. Fair genug. Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Ja, irgendwas Denkwürdiges quasi ja. Für ihn. So als Strafe, ja, aber nicht. Das ist halt doof, ja. Moment, Barkas schreibt, Moment, warte, wir müssen kurz warten, was Barkas schreibt. Ich bin gespannt. Warum soll Henry mich schicken? Joel wusste nicht, wen er da rettet. Ja. Ja, eben. Aber er hätte sie auch trotzdem gerettet, glaube ich. Ich glaube, Joel hätte sie trotzdem gerettet. Ja. Ich meine, das, ja. Das Problem war ja, wäre Abby da alleine gewesen, wäre auch alles ganz normal weitergegangen und so. Aber das war ja so eine Gruppe von eingeschworenen Hurensöhnen, die sich da einfach dann so richtig eierlos... Die Gruppe der Hurensöhne. Ja, ich muss mal ganz ehrlich so ja, sagen. Ja, aber muss sagen, die Abby hat zuerst geschossen. Ne? Sie hat ja geschossen. Sie hat ja. Kein anderer geschossen. Von ja. Daher, auch wenn sie allein gewesen wäre, glaube ich, hätte sie ihn getötet. Was dumm wäre, ja, weil er hat sie quasi gerettet. Ja, und... Ich, es gibt so ein bisschen mehr genießen, weil ihre Handlanger dabei waren. Ja, es gibt so ein YouTube-Video, wo sie quasi diese Szene neu schreiben mit Darstellern halt und voll geil, ja. Richtig cool. Ich finde diese Rachefeldzug von den beiden legendär, der Go und die Gegner KI Next Level Hammer. Ja, Hammer. Sag ich ja, das ist ein richtig geiles Spiel, auch von der Mechanik her, von der KI her besser gemacht als der erste. Aber der erste ist trotzdem in allen, also komplett gesehen besser. Wenn die Menschen noch da drin sind. Bitte ich. Dieser Rache, dieses Rache-Ding halt, ich hab das schon verstanden im zweiten Teil, ne? Das lässt dich halt, die Rache lässt dich absoluten Scheiß bauen. Du zerstörst alles, du scheißt auf alles. Ellie hat alles verloren am Ende. Ja. Nicht mehr Gitarre spielen, ihre Freundin ist weg, hat keinen Joel mehr, kein das mehr und irgendwie alles, was ihr bleibt, ist ihre Scheißrache. Und dann steht die vor ihr und prügelt da auf eine Halbtote ein und kann es dann irgendwie doch nicht zu Ende bringen. Mir ging diese ganze Szene so auf den Sack, vor allem, weil es dann so ausgegangen ist. Ja, genau. Was haben wir jetzt genau aus dieser Strandsequenz gelernt? Was ist die Lehre, die Abby, also die Ellie Abby da nochmal erteilt hat? Nach der ganzen Tortur, ach, weißt du was? Lebe du doch. Ja, eigentlich für den Arsch, weil jetzt bist du auch schon halb tot. Also, ich denke, es hat auch eine tiefere Bedeutung, auf jeden Fall. Natürlich. Auch diese Nebenstory mit der Liv, ne? Die ja auch trans ist, also die nicht
weder Mann noch Frau, also die ist quasi als Mädel geboren, will aber ein Mann sein und so. Ist ja auch nochmal was ganz Eigenes quasi. Die haben da schon auch versucht, so ein bisschen, sorry, wenn ich das jetzt ja. versuche zu sagen, aber so Randgruppen zu bedienen. Die oh ja, das, klar. Das war ja zu der Zeit dieses LGBTQ-Bewegung, die sie ja. damit halt nochmal mit reinbringen wollten. Aber die haben uns das hier so richtig wie ein Stempel, so richtig in die Fresse. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Ja, also schade. Müssen wir uns auch Abby bei einer Szene beim Sex angucken, dann haben wir dann noch Liv dabei und. Das muss auch nicht sein. Ellie ist lesbisch. Ja, ja, also was im ersten Teil angedeutet wurde gut. und dann im DLC wurde das dann bestätigt, mehr oder weniger. Es ist halt immer schade, dass man diese Sachen quasi heutzutage überall sieht. Ich sage mal, man muss es, klar, ist alles richtig und nichts falsch daran, aber man muss es quasi nicht immer so übertreiben. Ja, schreibt das ist das Problem. Figuren, ich will mal wieder ein gutes Spiel haben, wo man nicht unbedingt so krass viel hinterfragen muss. Ich will das Spiel einfach nur genießen, wie hier zum Beispiel. Ja, das Spiel genießt du einfach. Weil es einfach geil ist. Da gibt's keine. Ey, der ist doch. Ja, genau, richtig, ja. Sie hat's versucht oder hat dann aufgehört mittendrin. Genau. Ich finde es voll in Ordnung, dass maskuline Frauen vorkommen, aber nur in Endzeit-Szenario, weil ist logisch. Ja. Ja gut, heutzutage gibt es auch sehr maskuline Frauen. Also, wenn ich dann manche Hammerwerferinnen sehe, Alter, boah, Alter, die sind krass drauf. Henry. Die haben Arme wie ich Schenkel hab, ey. Speziellen Figuren halt nicht wegen ihrer Tiefe da reingebracht, sondern einfach, um immer wieder Statements zu setzen. Und immer genau, wieder, hier, guck mal, das ist das Problem. Ja. Das ist jetzt drin und eine Figur wie Liv hatte zum Beispiel kaum Entwicklung oder so. Die war halt da, um da zu sein. Und ja, das ist schade. Wenn sie das ganze Ding überlebt hat, da war kein, nicht diese... Da hätte ich mir zum Beispiel, wenn sie das wirklich sinnvoll nutzt wollen, hätte ich mir da vielleicht ein DLC gewünscht oder irgendwas. Ja, zum Beispiel. Ja, das hätten wir machen können, zu Liv. Irgendwas, aber das haben wir ja quasi, du bist da und fertig. Das war's dann auch. Aber das ist halt ein bisschen schade. Da hast du was zwei noch DLCs zu machen. Das wäre halt geil gewesen, ich habe mich echt auf DLCs gefreut. Genau wie Last of Us hat er auch kein DLC. Doch, Left Behind. Also Neil Druckmann ist halt auch ein abgefahrener Dude, ne? Der zieht auch einfach durch, was er durchziehen will, egal ob das kontrovers ist oder nicht. Das muss man dann an der Stelle schwer lassen. Ja, loben auf jeden Fall, ne? Also es ist er schreibt auch an der Hammer. Serie mit, ne? Der ist ja, ja? Der hat ja die Story zur Serie geschrieben. Finde ich geil. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die Serie. Ich freue mich drauf. Ich glaube auch, wir werden nicht enttäuscht werden. Ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht enttäuscht werden. Ob es jetzt ein Meisterwerk wird, ja, weiß ich nicht, aber es wird, glaube ich, richtig cool. Wir werden sehen. Also gerade jetzt dieser Zeit, wo wir wirklich gefühlt viele, viele Endzeit-Serien und viele Zombie-Serien auch haben. The Walking Dead ist ja die einzige Zombie-Serie. Ja, klar. Selbst Resident Evil hat er jetzt nochmal irgendwie nachgezogen. Dieses... Gibt alles halt, ne? Ich rede nicht von Real Life, da soll jeder machen, was er will, solange er mich nicht auf den Sack... Richtig, Backhast. Perfekt, genau meine Rede. Man muss es halt nicht jedem auf die Nase drücken, das sage ich halt auch immer. Ja. Was meinst du? Von daher. Gut. Ja, ja das ist die Message des Games, aber das hatte ich auch gleich am Anfang schon begriffen. Ja, genau. Da muss ich noch ein Ende spielen. Da muss ich kein 30-Stunden-Spiel durchzocken in einer Tortur und dann noch das Vibe steuern, dann noch mal 30 den Stunden. Joe unterschlagen hat. Nur damit ich zum Schluss gucken kann, wie Ellie sie verschont. Du sollst ja quasi dann hinterfragen, ob deine Gefühle für Abby richtig waren. Ja. War es richtig zu hassen oder... Ja, natürlich, Alter, sie hat schon gekillt. Im Moment, natürlich war es richtig Wut zu empfinden und gerade die Art und Weise, wie er denn aus dem Leben scheiden musste und so, das war schon alles relativ asozial. Das Problem war, ich glaube, Ellie war mit sich selbst noch nicht im Reinen, weil das letzte Gespräch zwischen ihr und Joel jetzt auch nicht so geil war, ne? Ja, doch, der hat gemeint, wir können es gerne mal versuchen, oder sie hat gesagt, wir können es mal versuchen auf jeden Fall und das war quasi das letzte Gespräch mit ihm und es war ja auch dann nochmal diese Wut, quasi dieses Wissen, dass sie weiß, es hätte wieder wie früher werden können mit ihm, aber dadurch, dass sie ihn jetzt gekillt hat, wird's halt ihm, hat er halt keine Chance mehr dafür. Ja, das ist halt das Problem. Aus rein vaterschaftlichen Gründen gehandelt, man. Der hat ja.
Alles absolut verständlich, was er da getan hat. Klar, der hat da ein ganzes Krankenhaus niedergemäht. Odoriyoshi, danke für die 20 Bits, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Richtig cool. Dankeschön. Bin auch weg. Gute Nacht, bis die Tage. Mein Lieber, wir sehen uns. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen Abend dir, ne? Bye, bye. Heidi, grüß deine Frau. Eine gesunde Mischung macht's. Nicht, dass nochmal jeder drauf rumreitet und reinrührt. Ja, hast recht. Hast recht. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, schreibt gute Figuren. Kein Problem. Die müssen nur Konsistenz haben. Das muss nur logisch sein. Irgendwie. Und nicht einfach, hier haben wir unseren Schwulen, hier haben wir die Lesbe, hier haben wir den Trans, hier haben wir das Gewichtheber. Weil dieses übelst offensichtliche, das ging mir ein kleines bisschen aufs Schwein. Wenn die Figuren dann, also klar, Abby hat ihre Entwicklung, Ellie hat ihre Entwicklung, will ich gar nicht, und Dina auch, das will ich gar nicht abstreiten, großartig, ja. Aber ich weiß nicht, The Last of Us 2 hat mir einfach von vorn bis hinten angekotzt. Also es hatte wunderschöne Bilder, gerade ja, wenn du das Spiel einlegst und die Eröffnungssequenz zockst, Alter. Ohne Scheiß mit Joel da erstmal über die Prärie reiten, ne? Das war schon unglaublich. Die Credits liefen da erstmal am Anfang und hast dann das fand ich auch geil, ja. Richtig geil gemacht. Ich dachte mir so, Alter, ich hab mich sofort wieder geil, wieder The Last of Us zocken. Ich hab mich so gefreut. Und dann, halbe Stunde später, hast du gehasst. Ja, so gefühlt, ne? Das hat sich dann so gezockt. Da dachte ich, wer ist denn das jetzt? Wer ist denn dieses Vibe? Und warum muss man die jetzt spielen und so? Warum wird die jetzt von Joel gerettet? Und dann. Ach, das war. War so, wo er in dieser Szene war, wo er quasi, wo Abby auf Ellie zielt und dann kommt diese Rückblende, wo ich dachte, oh nein! Ich hätte ausrasten können, ey. Wo das kam, war richtig, naja, ist halt so, aber ich, als einmal so ein gutes Spiel, nicht besser als der erste, finde ich, wie gesagt. Er war technisch besser, natürlich, klar. Aber er war von der Gesamtstory her, war halt nicht so gut wie der erste Teil, finde ich. Ja. Ich habe schon mal erwähnt, aber ich musste das Spiel 2 Tage pausieren, da es sehr heftig wurde. Ja, ich glaube, ob das der Sinn war, dieses von den Leuten, keine Ahnung. Dass man also, da quasi so mitfühlt? Ich kann mir vorstellen, dass beim ersten Mal zocken wirklich die meisten ausgemacht haben, als Joel getötet wurde. Gerade die Art und Weise, wie er gestorben ist, das haben viele bestimmt nicht mitgemacht. Und bei mir war es ja selber so, ich habe an dem Punkt definitiv eine Pause gemacht, wo ich gemerkt habe, wie, ich muss jetzt Abby steuern und muss jetzt ihre Geschichte aus ihrer Sicht erleben, während ich das alles jetzt schon mit Ellie gespielt habe. Was soll denn das? Ah, nee. Ja, das ist so ein bisschen zu viel halt, ne? Wie schon gesagt wurde. Wie gesagt, easy 30 Stunden und ich habe zum Schluss nicht mehr viel geguckt, ob ich hier noch irgendwas einsammeln kann. Ich bin durchgebottet zum Schluss, weil es mich einfach nur noch genervt hat. Ist halt das, ne? Irgendwann wird es zu viel. Wie ist so blöd? Und das sieht so geil aus. Was ist denn das Spiel hier? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Irgendwo musst du da ein Brett wegmachen, ne? Ja, hier oben ist es, glaube ich. Ich. Genau, du ziehst da hier, aus dem Dach raus und dann hast du endlich die Palette, die du brauchst. Genau, die hier. In dem Häuschen kannst du noch was looten. Ja, ich muss aber erst wieder hoch. Ja, das ist zweimal, glaube ich. Wir gehen noch runter, gucken, ob was zu looten gibt. Dann machen wir nämlich auch Schluss, Leute. Schon wieder. Leute. 10 Uhr, ach, komm nicht mal. Ach, ich hab keinen Bock drauf jetzt, ey. Das wird schon zu viel Arbeit, da rumzutauchen. Ich hasse Tauchpassagen einfach. Das ist das Schlimmste, was es gibt in jedem Spiel für mich. Echt? Weil keiner kriegt die Steuerung gut hin. Das ist einfach so, die Steuerung ist immer scheiße. Das stimmt, Alter. So, Ellie, weiter geht's. Komm schon. Lisbeth. Hier, ja, gell? Hier. So, kann ich? Hab ich noch ein paar Coins übrig? Yes, sehr gut. Es war in dem Punkt zu viel, ja. Hast du recht, Backers. So, dann mach mal hin, Ellie hier. Mach uns glücklich, lass uns rüber. Er schwimmt auch quasi so easy gegen die Strömung an, die eigentlich so heftig ist hier. Finde ich auch geil. So, wir speichern, liebe Leute. Dann werden wir
ganz kurz den lieben Andy raiden. Mhm. Das ist der letzte, ja. Screenfire Germany! So, ich geh schon mal in das Menü rein zum Raiden. Zum Reden. Raiden. Ich würde so lachen, wenn im Dead Space 1 du merkst, eine bunte Flagge weht auf dem Mond. Hör mal auf, ey. Ich bin sehr gespannt, was sie da machen. Ja, ich denke mal, es wird aber geil, glaube ich. Ich freue mich da drauf. Ich habe das Original nie gespielt, aber ich freue mich drauf. Ich hoffe, die bleiben heute dran. Übrigens, Wolf hat ja jetzt auch mal hier dieses Callisto-Protokoll angezockt, ne? Oh ja, ist schon draußen? Nein, der hat es angezockt, glaube ich. Also, ach so, der kam heute okay, ja klar. Video. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber stand da. Finde ich geil. Am 2. Dezember ist das schon soweit. Ja. Ja, krass, Alter. Danke, Barkas. Finde ich geil, ich freue mich da drauf. So, ja. So, meine lieben Leute, ich würde sagen, wir raiden ein bisschen Screenfire Germany, den lieben Andi. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ihr seid demnächst wieder dabei. Chris hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Pat natürlich auch. Auf jeden Fall. Und ich hoffe demnächst wieder. Es macht sehr viel Spaß, so mit vielen Leuten. Von daher, schaut rein bei den Dudes, sagt denen ein schönes Hallo, dem Dude, dem Andi. Und wir sehen uns demnächst wieder. Mein Lieben, macht's gut. Einen schönen Abend noch. Ciao, ciao. So. Ich wechsle mal kurz zu dem Kanal von ihm. Dahin. Raidy, your Raccoon. Hallo, meine Lieben. So, vielen Dank für den Raid. Einen